So in 1966, Time magazine, look at this cover, asked the question, is God dead? But then 4 years later, they claimed the Jesus Revolution was here. So what changed? Well, a new movement grew in Southern California, which just became the focus of a new movie. These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about, because I do not understand. This house has a very good vibe. Wir sprechen heute über einen neuen christlichen Film, der gerade in den USA angelaufen ist, Jesus Revolution. Und vor uns liegt ein sehr spannendes Studium, also bleibt dran. Jesus Revolution erzählt die Geschichte um den berühmten evangelikalen Prediger, Evangelisten und Filmproduzenten Greg Laurie und seine Bekehrungsgeschichte während der Zeit der Jesusbewegung und sein Buch liefern die Grundlage für diesen Film, welcher über Chuck Smith erzählt, nämlich den Gründer der Calvary Chapel Bewegung, die während dieser Zeit weltweite Züge annahm und aus der Entstehung der sogenannten Jesus Movement Bewegung der 1960er, 70er Jahre hervorgegangen ist. Er war in Verbindung mit Lonnie Frisbee, dem bekannten Hippie-Prediger. Die Ereignisse der damaligen Zeit haben einen enormen Einfluss nicht nur auf die amerikanische Christenheit hinterlassen, sondern auch bei uns ihre Spuren. Und obwohl noch nicht bekannt ist, wann in Deutschland dieser Film zu sehen sein wird, können wir stark davon ausgehen, dass er auf die ein oder andere Weise nach Deutschland gerät, da ich schon sehr viele positive Kommentare zu dem Film in christlichen Portalen gehört und gelesen habe. Das liegt zu einem an dem Hauptdarsteller Jonathan Rumi, der in The Chosen Jesus spielt und in Jesus Revolution den bekannten Hippie-Prediger Lonnie Frisbee. Und wir kommen noch zu Jonathan Rumi im nächsten Teil und ihr werdet etwas über ihn erfahren, was ihr wissen solltet, was auch mit The Chosen zu tun hat. Mich persönlich interessiert die Thematik sehr, da ich seit Jahren die charismatische Bewegung, auch die Evangelikalen, die Pfingstbewegung und derengleichen im Lichte biblischer Prophetie und auch historischer Quellen studiere. Aktuell habe ich einen weiteren Vortrag in diese Richtung veröffentlicht mit dem Titel Asbury und die falsche Erweckung der Neuzeit, wo ich die angebliche Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes biblisch hinterfrage. Schaut euch diesen Vortrag gerne an. In diesem Kontext von Erweckung handelt auch der Film Jesus Revolution. Ich werde einige Dinge in dieser Serie ansprechen, wo womöglich nicht jeder direkt mit übereinstimmen wird. Aber ich möchte euch ermutigen, dabei zu bleiben, denn ich glaube, dass es sich auf ganzer Linie lohnen wird, in dieses Studium hineinzusteigen, welches ein sehr tiefes Studium sein wird, mit, wie wir erkennen dürfen, sehr weitreichenden prophetischen Auswirkungen für unsere heutige Zeit. Und so wir auch mit neuen Ereignissen, vielleicht einen neuen Namen konfrontiert werden, lohnt es sich wirklich in dieses Studium hineinzusteigen. Denn ich glaube, dass wir diese Dinge verstehen sollten. Denn es geht hier nicht einfach nur um einen zweistündigen Film, der etwas Unterhaltung bietet, sondern wo sehr, sehr viele Gefahren in das Christentum hineingekommen sind und mit denen wir heute zu tun haben, aber viele gar nicht merken, dass es der Fall ist, weil sie ein sehr oberflächliches Christentum leben und es einfach mangelt an Bibelstudium und wirklicher Hingabe zu Gott. Wenn wir uns einmal die Werbung anschauen zu diesem Film, da wird gesagt unter anderem, wir alle könnten mehr Hoffnung in unserem Leben gebrauchen. Verpassen Sie jetzt nicht Jesus Revolution in den Kinos. Oder dieser Film verändert Leben. Erlebe die Jesus Revolution in einem Theater in deiner Nähe und teile deine Reaktion hier mit uns. Und das möchten wir auch gerne machen, unsere Reaktion teilen. Denn wir sehen immer mehr von diesen sogenannten Jesus-Filmen, Erweckungsfilmen und Serien eine ganze Welle, die uns in letzter Zeit und in den letzten Jahren überschwappt. Und ich denke, dass dort etwas vorbereitet wird. Und dahingehend haben wir den Ratschlag, dass die Bibel uns sagt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und abermals heißt es, prüf, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und entsprechend dieser Ratschläge möchten wir den Geist dieses neuen Erweckungsfilms testen. Denn ich glaube, dass hier gerade etwas vorbereitet wird, das immer mehr in Richtung Offenbarung Kapitel 16 geht. Dort heißt es in den Versen 13 und 14, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln, zum Kampf
am großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Wir sehen hier in Offenbarung 16 drei Mächte, die sich in der Endzeit verbinden werden, um gegen Gott und Gottes wahres letztes Volk zu gehen, wie es in Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 und Kapitel 14 in Versen 6 bis 12 beschrieben wird. Und das sind Informationen, die du in der letzten Episode von The Chosen nicht hörst. Wie nämlich hier, und das werden wir sehen, Ökumene gepusht wird zu einem Ziel, dass die Bibel uns sagt, dass gegen Gott hier gekämpft wird, obwohl es christlich aussieht. Zudem wollen wir uns die Früchte dieser ganzen Dinge anschauen. Wie machen wir das? Natürlich anhand des ältesten Dokumentes, was wir haben, Gottes Wort, die Bibel. Und ich möchte euch jetzt hier schon mal verraten, dass wir in Teil 2 mehr in den Film an sich gehen werden und uns mehr die Schauspieler, die Hintergründe und Ziele des Ganzen anschauen. Und das wird sehr spannend werden, das kann ich euch versprechen. In diesem Teil werden wir jetzt aber eine ganz, ganz wichtige Grundlage legen, nämlich wir möchten diese Jesus-Bewegung verstehen, die Hintergründe und die Hauptcharaktere, die darin involviert waren, die dann in diesem Film gezeigt werden. Und schauen wir uns einmal etwas von der Geschichte um diese Bewegung nun an. Back in the late 60s, when our conservative Orange County was being shaken by hundreds of long-haired kids, my feeling was dirty hippies, why don't they take a bath? And so one evening, about 5 o'clock, our doorbell rang, and there was John, the young fellow who had been dating our daughter, and with him, a real honest-to-goodness hippie. Long hair, beard, flowers in his hair, bells on the cuffs of his pants, barefooted. And John said, "Chuck, I want you to meet Lonnie." The meeting between the straight conservative pastor and the street-level evangelist was electric. Smith's comments hint that something otherworldly took place when the two met. And Lonnie extended his hand, and there was such a warmth and love manifested in his greeting. I was caught off guard. There was an instant bond. There was a power of God's Spirit upon his life that was very easily recognized. The church is real small at that time. On Sunday evening, there might be 30 people, 40 people on a good night. And Lonnie made a hit. I mean, my parents begged him to come back. A lot of the hippies, he embodied, you know, at least the image of Jesus, and there weren't five guys like him, there was just Lonnie. He was the guy you looked to and you said, that's the hippie preacher at Calvary Chapel. The doors blew open at that point, and Calvary grew from about 200 to 2,000 in about 6 months period, and that was the beginning of what is now history. Es war also 1967, dass Chuck Smith dort mit 30 Leuten in seiner Calvary-Gemeinde dahin vegetierte, als er Lonnie Frisbee traf, eine charismatische Person, der Leute angezogen hat. Und wie er das gemacht hat, das werden wir uns noch anschauen. Und Chuck Smith sehnte sich danach, Menschen für Jesus zu gewinnen. Also hat er sich zusammengetan mit Lonnie Frisbee, der dann die Hippies in seine Gemeinde brachte. Und dort hat er ihm sehr schnell Verantwortungen übertragen und hat ihm die Führung des House of Miracles, das Haus der Wunder, gegeben. Ein Gemeinschaftszentrum, was damals sehr stark gewachsen ist, später zu der Shiloh Youth Revival Centers, was eines der größten und langanhaltendsten Gemeindegruppen war, der Jesus People, mit ca. 100.000 Mitgliedern und 175 Gemeindehäusern, die sich in ganz Nordamerika ausgebreitet haben. Was wahrscheinlich die größte christliche Kommune war in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Heute übrigens noch eng verbunden mit der Entwicklung der Jesus People sind die sogenannten Jesus Freaks. Damals musste die Gemeinde sich jetzt entscheiden, wie sie mit dieser neuen Situation umgeht. Und was geschah, ist, dass sie sich haben bestimmen lassen von dieser neuen Subkultur. Das hieß, dass alles, was so normal und formal war, also Zehnten, Hymnen, Traditionen und andere Dinge, beseitigt wurden. Es wurde mehr ein oberflächliches Evangelium verkündigt, was wir noch genau studieren werden.
Und so wuchs diese Jesus-Bewegung, dieses Jesus-Movement über die Grenzen von Südkalifornien weit hinaus. Nun, die Calvary Church ist heute eine sehr große Bewegung geworden, aber dennoch sehr unterschiedlich in ihrer Natur, wenn man die einzelnen Kirchen besucht. Es existieren weltweit heute über 1400 Gemeinden in 51 Ländern. Und viele Dinge sind aus dieser Calvary Church Bewegung und aus diesem Jesus Movement entstanden. Und ich denke, dass es ein Extrem wäre zu sagen, dass alles das, was heute mit der Calvary Church verbunden ist, absolut schlecht ist. Das wollen wir nicht sagen. Aber auf der anderen Seite wollen wir klar feststellen, dass es ein anderes Extrem wäre zu sagen, dass alles das, was damals passiert ist, geführt war vom Heiligen Geist. Und das werden wir uns genau anschauen. Denn was wir definitiv feststellen werden, ist, dass es der Vorläufer war zu den ganzen charismatischen Gemeinden und Phänomenen, die wir heute sehen, wo der Fokus sehr stark auf den Charismas, also auf den Gaben liegt, die aber nicht biblisch fundiert sind, sondern was sehr freizügig ist und wo die Kultur eigentlich der Gemeinde sagt oder der Kirche sagt, wie sie zu agieren hat. Viele Persönlichkeiten haben sich auch herausentwickelt, die wir uns auch noch anschauen werden, wie zum Beispiel Rick Warren, der den Chrislam fördert, die Ökumene, und vieles könnte man alleine über ihn sagen und wir kommen auch nochmal zurück zu ihm. Es gab jedoch auch Abspaltungen, und zwar die von John Wimber, der einer der führenden Personen der charismatischen Bewegung in Nordamerika und auch in Europa in den 80er und 90er Jahren war. Er gründete die sogenannte Vineyard-Bewegung, die sich dann aufgrund unterschiedlicher Betonungen übernatürlicher Zeichen und Wunder von der Calvary Chapel-Bewegung abspaltete. Und wegen unterschiedlicher Lehrauffassungen blieb die Vineyard-Bewegung nicht Teil des Calvary-Verbandes, die wieder ihre eigene Geschichte fortführte, und unter ihr soll angeblich mit Hilfe der Vineyard-Bewegung Leute wie Bob Dylan zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, der aber von sich behauptet, einen Pakt mit Satan geschlossen zu haben. Und dem hat er bis heute nicht abgesagt, nachdem er angeblich Christ wurde. Auch hat er seine Musik nicht abgeschworen und öffentlich bereut, was aber notwendig wäre. Father, we want all of what you have, all of what you have. I mean, I'm pretty sure this is you, Lord, but what's going on here? Auch der sogenannte Toronto-Segen oder die Erweckung von Toronto um John Arnott, das heilige Lachen und die daraus resultierenden Phänomene, die im Januar 1994 entstanden sind in einer Gemeinde der Vineyard, der Toronto Airport Christian Fellowship, was nichts anderes war wie dämonische Manifestationen, die dann noch für weitere Jahre angehalten haben. Diese Gemeinde wurde zwar bereits 1995 aus der Vineyard ausgeschlossen und wir werden auch nochmal daraufhin zurückkommen, aber es waren alles Dinge, die daraus resultiert sind. Und wir möchten uns jetzt mit den drei Hauptcharakteren beschäftigen, die aus dieser Bewegung hervorgekommen sind und die auch in dem Film gezeigt werden. Wer sind diese Personen oder wer waren diese Personen, die dort in diesem Film Jesus Revolution dargestellt werden? Lass uns mit Chuck Smith, dem Gründer der Calvary Chapel, beginnen. Er, wenn man das so sagen kann, war noch etwas der mehr konservative Theologe und Gott kennt auch die guten Seiten dieses Mannes. Und wir können zumindest sagen, dass er versucht hat, seinen Fokus mehr auf das Wort Gottes zu legen. Und wie bereits erwähnt, hat er sich zusammengetan mit dem Hippie-Prediger Lonnie Frisbee. Und wir werden uns noch genug Zeit nehmen, um über Lonnie Frisbee zu sprechen. Aber durch ihre gemeinsamen Bemühungen ist die Jesus-Bewegung wirklich explodiert. Während sie fleißig dabei waren, Leute für Jesus zu gewinnen, gibt es dennoch einige Dinge, die wir uns in dem Leben von Chuck Smith anschauen müssen, welches uns ein größeres Bild der ganzen Geschichte schenken wird, welches uns helfen wird, den Geist hinter diesen Ereignissen zu verstehen und wo das Ganze hingeführt hat. Bauen wir langsam auf. Schauen wir uns erstmal die Theologie von Chuck Smith an. Er hat unter anderem die falsche Lehre der geheimen Entrückung mehrmals propagiert, dass er sagte, dass diese vor dem Jahr 1981 stattfinden wird. Aber diese hat nicht stattgefunden und wird es auch niemals, so wie in vielen evangelikalen Kreisen propagiert wird. Und ich möchte euch dahingehend einen Videohinweis geben, und zwar auf das Video Geheime Entrückung, 7 Jahre Trübsal, Kommen des Antichristen und die jesuitische Feder. Ganz wichtiges Studium, welches die falsche Lehre der geheimen Entrückung oder einer 7-jährigen Trübsalzeit mit einem kommenden Antichristen aufdeckt. The glory of the whole experience as the beach is just lined with thousands of people singing the choruses and praising the Lord.
then walking out into the water and the burying of the past, and then when they realize that all of the past is gone, that it's all been buried, that God has absolutely nothing against them. The slate is clean. It's a brand new life now with Jesus. Not only that, even as the Spirit descended upon Jesus after his baptism, their hearts are open and they just receive the power of God's Spirit to live that new life that the Lord wants them to live. And it's indescribable. Nur zu einem gewissen Grad kann ich die Freude von Chuck Smith nachvollziehen, dass nachdem er so viele Jahre lang in einer toten Gemeinde dahin vegetiert hat, dass er jetzt auf einmal hunderte von jungen Leuten dort am Strand von Südkalifornien stehen sieht, die er einfach mit ins Wasser nehmen konnte, weil sie das Verlangen hatten, ihr Leben an Jesus zu geben und getauft zu werden. Die Taufen führte er immer wieder, aber auch mal oberkörperfrei durch. Aber würdest du zu einem Präsidenten oder zu einem König oberkörperfrei gehen, wenn du eingeladen wirst? Nun, die Bibel lehrt ganz klar Bescheidenheit. Und ist eine wichtige Sache, wie wir uns kleiden. Und gerade als Evangeliumsprediger sollten wir Menschen, die sowieso es gewohnt waren, wie gerade in dieser Hippie-Bewegung, eben sehr freizügig zu sein, gerade sie umso mehr sollte man auf eine höhere Ebene eigentlich heben und setzen und ihnen das beibringen und ein gutes Vorbild geben und eben sie nicht dort auf dem Level abholen, dort wo sie genau sind, dass man sie bestätigt in diesen Dingen. Ein wahrer Evangeliumsprediger tut so etwas nicht. Ja, oder könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, der zwar selber nicht getauft hat, aber wenn das gemacht hätte oder seine Jünger die getauft haben, dass die Oberkörper frei die Menschen getauft hätten? In Johannes 21, Vers 7 sagt die Bibel, als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Und es ist interessant, dass die Bibel uns hier zeigt, dass Petrus, der sein Fischersgewand nicht anhatte, dass die Bibel das beschreibt als nackt. Er war sicherlich nicht ganz komplett nackt gewesen, aber alleine der Fakt, dass das Obergewand ausgezogen war, bezeichnet die Bibel als Nacktheit. Nun, Chuck Smith, der natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wurde dann auch in sehr viele Kreise hineingenommen. Wir sehen ihn hier zusammen mit Billy Graham, der ihn sehr unterstützt und gepusht hat und empfohlen hat. Und wir werden noch über Billy Graham sprechen, weil es dort ein unglaublich großes Problem gibt. Und wir sehen auch Menschen wie den folgenden Herrn, der auch Chuck Smith deutlich unterstützt hat. God has used him in an unparalleled way because he stuck to the word and he's taught the word. I sometimes think if you squeeze Chuck, the word of God would squirt out. Und Gott soll ihn unglaublich geführt haben, weil er am Wort geblieben ist. Klingt sehr vertrauenswürdig, oder? Ist ja genau das, was Jesus auch sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 31, dass wenn wir an seinem Wort bleiben, wir wahrhaftig seine Jünger sind und die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit wird uns frei machen. Das sagt aber hier jemand, der selber von sich behauptet, sehr stark am Wort gewesen zu sein. Und der in der heutigen Zeit hauptsächlich dafür verantwortlich war, nämlich für die schon bereits angesprochen höllische Lehre der geheimen Entrückung. Und zwar Tim LaHaye, der sehr berühmt und reich wurde durch die Left Behind-Serie. Wir sehen also einige sehr prominente Namen, die aber sehr fragwürdig sind. Und die alle haben das Werk von Chuck Smith dem Heiligen Geist zugeschrieben. Aber noch mehr als diese Person gibt es vor allen Dingen eine Person, eine Frau, die Chuck Smith empfohlen hat und die auch von ihr empfohlen wurde, die mir noch viel mehr Sorgen bereitet. I want everybody to know that I'm with the most wonderful people in the whole world. I know you call them the Jesus people. And you've often wondered about them. And the news media has given them great publicity. And you've turned the pages of your magazines and you've seen their pictures. And you've seen the picture of Chuck Smith and Dwayne Pedersen. And if you look very closely, you'll recognize some of the faces that you've seen. Chuck Smith empfiehlt Catherine Kuhlman. Und viele werden von euch wahrscheinlich nicht mehr wissen, wer diese Frau war. Und da ist es extrem wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und immer wieder jetzt über sie sprechen werden. Denn sie spielte eine der Hauptrollen für Jahrzehnte und hat das Fundament gelegt für viele Dinge, die die Bibel ganz klar verdammt, wie die Ökumene, den Spiritismus, falsche Heilungen, falsches Zungenreden und solche Dinge. We rebuke
this demon of cancer in the mighty name of Jesus. Whose wheelchair is this? This place is all right, I'll get this. What is this over here? Sinus is gone in Jesus' name. As the power of the Holy Ghost has just gone through this body, we give you the praise. There's somebody getting a healing here for leukemia in the name of Jesus. I rebuke that leukemia. There's somebody getting a leukemia healing. Take it right now. There's multiple sclerosis someplace through here. And the power of God on that one, it's multiple sclerosis, and you're someplace through there. The power of the Holy Ghost has gone through that body. I give you praise, wonderful Jesus. There's also a hernia through here. There's a hernia healing, and it's through this part of the auditorium. I give you praise. The power of God has gone through this body, the power of the Holy Ghost. Diese Frau ist oder war so creepy, so unheimlich, so gruselig, der möchte man nachts wirklich nicht begegnen. Diese Frau, die hätte wirklich in Horrorfilmen mitspielen können. Sie behauptete, dass sie Offenbarungen von Gott empfing und dass sie Menschen heilen konnte. Auf eine Art und Weise, wie man sie nicht einmal in der Bibel findet. Habt ihr Jesus einmal herumlaufen sehen, wie er auf eine solche Art und Weise Menschen heilt? Oder die Apostel, die Jünger? Wie sie Menschen umstoßen, wie sie Menschen einfach im Heiligen Geist schlagen und sie gesund werden. Sehen wir das irgendwo in der Bibel? Es ist nichts mehr wie ein dämonischer Karneval, der hier stattgefunden hat und den wir heute in vielen charismatischen Kreisen immer noch sehen. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass Heilung immer nur dann stattfinden kann, wenn es verbunden ist mit dem Bekenntnis von Sünde. Und wenn man die Naturgesetze Gottes wirklich Beachtung schenkt. Ohne dies, zeigt die Bibel uns, kann es keine wirklich vollständige Heilung für den Menschen geben. Da es nicht nur um körperliche Heilung geht, sondern wirklich um die Vergebung der Sünden. Denn die Art und Weise, wie Satan heilt, ist, dass er Menschen letztendlich Lasten auferlegt, sodass sie krank werden, er sich dann irgendwann wieder zurückzieht in solchen Dingen, wie wir sie gerade gesehen haben, und dann es so aussieht, als ob Gott hier geheilt hätte. Wobei Satan nur letztendlich seine Macht wieder abgezogen hat und es so erscheinen lässt. Bereits von 1946 an führte Catherine Kuhlman im Durchschnitt 125 Heilungstreffen pro Jahr durch. Sie mietete große Hallen in den USA an, um dort ihre Heilungsgottesdienste und Treffen durchzuführen, die ungefähr so eine 500.000 Menschen pro Jahr besuchten. Und es gab einen Mann mit dem Namen Dr. William Nolan, das war ein christlicher Arzt, der hat ein Exposé über Catherine Kuhlman veröffentlicht und ich habe das teilweise mir durchgelesen und hat ein Fallstudium durchgeführt mit 23 Personen, die behaupteten, von Catherine Kuhlman geheilt worden zu sein. In einem Fall gab es dort eine Frau, die angeblich von Wirbelsäulenkrebs geheilt wurde, von Catherine Kuhlman auf der Bühne und die dann ihre Stützen beiseite legte und über die Bühne rannte. Ihr Rückgrat allerdings kollabierte am nächsten Tag bereits und starb 4 Monate später. Und es ist immer das Gleiche mit diesen falschen Lehrern im Christentum oder wie wir sie auch im New Age finden, die dir sagen, du musst einfach nur genug Glauben haben und dann wirst du geheilt. Und wenn du nicht geheilt wurdest, liegt es daran, dass du eben nicht genug Glauben hattest und dir wird die Schuld zugeschrieben. Die Bibel sagt uns aber, dass Gott nach seinem Willen heilt und wie wir um Vergebung der Sünden bitten und uns an die Naturgesetze halten wollen. Und nicht einfach nur, weil man sagt, du musst genug Glauben alleine haben, sondern Gott erzieht viel mehr in dem Prozess zu den richtigen Prinzipien und will uns in seiner Liebe bewusst machen, warum wir überhaupt krank geworden sind. Das Resultat, dass Menschen dann in Berührung kommen mit diesen Persönlichkeiten oder Filmen wie Jesus Revolution, Serien wie The Chosen oder angeblichen Erweckungsbewegungen wie Asbury, oder den Büchern von Sarah Young, Jesus Calling Books und all diesen Dingen. Das Resultat ist, dass Menschen dann in Kontakt kommen wie mit Leuten der Word of Faith Bewegung, zu Deutsch Wort des Glaubens, wo verschiedene Persönlichkeiten wiederzufinden sind, die ihren Zuhörern weismachen wollen, dass sie ein Recht darauf haben, reich zu werden, die ein Recht darauf haben, vollkommene Gesundheit zu erleben, entsprechend der Heilmethoden, die dort angewandt werden. Und die in manchen Pfingstgemeinden, charismatischen Gemeinden eben immer mehr Verbreitung gefunden hat. In Deutschland ist es vor allen Dingen durch die Bücher des US-Amerikaners Kenneth Hagin bekannt geworden.
Nun oft, wenn Catherine Kuhlmann sprach, hatte sie vorne in ihrer allerersten Reihe katholische Priester sitzen und auch katholische Nonnen. Damit wollte sie einfach signalisieren, dass wir alle zusammengehören. Sie hat sogar ihren Zuhörern immer wieder gesagt, dass wir die Katholiken akzeptieren müssen, dass wir Katholiken annehmen müssen. Und sie hat sehr stark die Ökumene gepusht. Sie traf sogar in 1972 den Papst Paul VI. Und empfing einen Segen von ihm. Warum das? Weil damals eine sehr starke sogenannte Erweckungsbewegung unter den Katholiken stattgefunden hat, bekannt als die katholische und charismatische Erneuerung. Eine Gruppe von wachsenden Katholiken, die glauben an diese Manifestation des Geistes. Und Catherine Kuhlmann war ein großer Einfluss auf diese Gruppe. Eine Bewegung, die innerhalb des Katholizismus in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat und einen sehr starken Fokus auf die Ökumene legt, wie wir noch sehen werden. In zwei Themen über die katholische und charismatische Erneuerung gehe ich tiefer in diese charismatische Erneuerung im Katholizismus ein. Schaut euch das gerne an. Catherine Kuhlmann hatte auch ein wöchentliches TV-Programm in den 60er und 70er Jahren mit dem Titel I Believe in Miracles, ich glaube an Wunder, welches in ganz Amerika auf CBS wöchentlich ausgestrahlt wurde. Zudem hatte sie ein 30-minütiges landesweites Radioprogramm, welches ihre Predigten zeigte und immer wieder Ausschnitte gab von ihren angeblichen Heilungswundern. Nun, wenn die Welt, die nicht vom Heiligen Geist geführt ist, die den Heiligen Geist nicht empfangen kann, einem angeblichen Christentum eine solche Plattform schenkt, das sollte bei uns schon alle roten Flaggen wirklich zum Vorschein kommen lassen. Und sie war auch sehr unterstützend der damals aufkommenden Jesusbewegung. Und sie hat eben von Schlüsselfiguren wie unter anderem Chuck Smith und anderen hat sie sehr starke Unterstützung bekommen. Denn sie war wirklich das, was Jesus bezeichnete in Matthäus 7 als ein Wolf in Schafskleidung. Mild daherkommend, sanft, aber inwendig wie ein reißender Wolf. Und viele Menschen haben sich dahingehend täuschen lassen. Hören wir uns jetzt aber einmal an, was Franklin Graham, der Sohn des verstorbenen und sehr berühmten Billy Graham, über Chuck Smith zu sagen hatte. He's a man who puts God first and he is a role model. If a young pastor come along, who do you want to shape your ministry after? Shape it after Chuck Smith, you won't go wrong. Nun, Gott kennt die Motive von Chuck Smith und das wollen wir auch Gott überlassen, ihn zu beurteilen. Aber wir sollen anhand der Bibel wirklich prüfen, denn es gibt ernsthafte Bedenken hierhingehend. Nicht nur, dass er ab und zu diese Leute damals oberkörperfrei getauft hat, sondern es geht viel tiefer als das. In einer Verkündigung, was wir noch tiefer studieren werden an einem anderen Punkt, eines sehr oberflächlichen Evangeliums, wie die Leute aufgenommen wurden überhaupt. Denn wenn das Evangelium wirklich in der Fülle gepredigt wird und nur dann, wo das ganze Gesetz Gottes einschließlich des siebten Tagsabbats gepredigt wird, nur dann kann wirklich eine Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel mit diesem Kontext, mit diesen Bedingungen, dass Gott dort wirklich Großes tun kann. Auf diese Art und Weise. Und das werden wir noch mehr verstehen, wie oberflächlich das Ganze war. Und wir haben gesehen, dass er eben empfohlen wurde und auch Catherine Kuhlmann selbst empfohlen hat. Eine sehr, sehr, sehr extrem okkulte Persönlichkeit, die wir auch noch durch dieses Studium tiefer verstehen werden, was für eine Rolle diese Frau wirklich eingenommen hat. Nun, wir haben bereits etwas darüber gesprochen, dass die Hippies, als sie damals hineinkamen, diesen Standard in der Calvary Church sehr, sehr runtergesetzt haben. Und eine wichtige Sache in der Anbetung Gottes ist natürlich Musik. Musik ist etwas sehr Wichtiges, wird aber heute sehr oft in den charismatischen Kreisen über das Wort Gottes gestellt. Siehe Asbury, wo 400 Stunden lang fast nur gesungen und Musik gemacht wurde und kaum das Wort Gottes im Mittelpunkt stand. Aber schauen wir uns einmal an, woher das Ganze eigentlich kommt. Und ich möchte auch fairerweise sagen, dass nicht alles, was selbst damals bereits an Musik gemacht wurde, dass das alles schlecht war. Das ist nicht im biblischen Standard mit dem übereinstimmt. Aber wir sehen dennoch, dass dahingehend etwas entstand, und das hören wir jetzt gleich in zwei Beispielen, was zu Dingen geführt hat, die wir heute sehr stark verbreitet sehen. One day, as I was sitting in the little church on Sunflower in Greenville, this
group of hippies or guys came in, and they said, we're musicians, and the Lord has given us, we all accepted the Lord here, you know, last week, and the Lord's giving us some Christian music, and we'd like to share it here if we could. And I was a little skeptical, but I said, well, you know, can you give me a demonstration? They said, yeah. And so they went out and got their guitars and all out of their van and the, you know, their instruments, and they came on, the bass and all, and they started singing this song, and as they started singing, it was so moving, so touching, I started weeping. And so I said, it's Monday, and I said, we have a Monday night study with the kids. Can you come tonight? And they said, well, one of our lead guitarists is doing weekends in jail, but he gets out at noon, and so we can probably make it. He was doing a marijuana rap on weekends. And so they came that Monday night, and it was just electrifying. Long hair, short hair, some coats and ties, people finally coming around, looking past the hair, straight into the eyes. People finally coming around. It was the story of what was happening during this great movement among the young people. Nun sicherlich eine sanftere Version von dem, was wir heute in vielen der charismatischen Kirchen sehen, wo sehr viel Tamtam gemacht wird mit diesen ganzen Praise-Teams und Anbetungs-Lobpreis-Bands, wo wir damals aber schon jetzt wie in dem Video gesehen haben, das Schlagzeug hineinkam, die E-Gitarren hineinkamen, alles das, was Rhythmus bestimmt. Ich weiß es selber früher aus meiner Zeit in der Musik, was das für einen starken Einfluss hat. Und die Bibel uns ganz klar sagt, dass Schlaginstrumente nicht im Tempel in der Anbetung benutzt werden durften. Und das, was wir hier gesehen haben, war sicherlich eine sanftere Version, aber immer noch wirklich nicht dem Standard der Bibel entsprechend, was heilige Musik wirklich ist. Denn auch diese Musik, wenn man sie analysiert, dann sehen wir, dass sie immer noch sehr stark auf sich selbst gerichtet ist, selbstzentriert ist, durch den Rhythmus und alles das, was vorgegeben wird. Ich möchte euch ein zweites Beispiel zeigen. Da wollen wir jetzt mal hineinhören und gleichzeitig unseren nächsten Charakter kennenlernen. Hier hören wir schon etwas mehr heraus, diesen unheiligen Klang, der auch damals zu hören war. Nun, kein Wunder, es war natürlich eine Zeit von Jimi Hendrix und solchen Personen, die unter sehr okkulten Phänomenen standen und die diese Zeit einfach sehr stark geprägt haben und welches wir auch in der Musik eben wiederfinden, welche Einfluss genommen hat in die Kirchen der damaligen Zeit. Die nächste Person, die uns jetzt aber vorgestellt wurde, ist Lonnie Frisbee, die in dem Film Jesus Revolution von Jonathan Rumi gespielt wird. Im nächsten Teil werden wir uns noch mit Jonathan Rumi mehr beschäftigen. Lasst uns mit Lonnie Frisbee beschäftigen. Einige Fakten zuerst, bevor wir in jeden einzelnen Punkt hineingehen. Lonnie Frisbee, 1949 geboren, war ein amerikanisch-charismatischer Evangelist und ein selbstgenannter sehender Prophet in den späten 60er und 70er Jahren. Was das genau bedeutet, werden wir uns noch anschauen. All die Jahre durch die Jesus Revolution behielt Lonnie Frisbee eine Hippie-Erscheinung. Erst später nahm er eine andere interessante Erscheinungsform an. Er ging herum und predigte, lebte aber zugleich sehr wahrscheinlich einen homosexuellen Lebensstil. Obwohl er für einige Jahre verheiratet war, und nach einigen Jahren es aber zu einer Scheidung kam mit seiner Frau, war er doch ein sehr anerkannter Prediger und Evangelist der Jesusbewegung. Einige sagen, dass er der Hauptkatalysator war. Er traf Chuck Smith, der ihn aufnahm und ihm den Dienst einer großen Gemeinde übertrug. Lonnie Frisbee wurde zum charismatischen Funken, der den Aufstieg von Chuck Smith, Calvary's Chapel und der Vineyard-Bewegung auslöste, zwei weltweite Denominationen, die zu den größten evangelikalen Denominationen gehören, die aus der Zeit seines Dienstes mit Chuck Smith hervorgegangen sind. In dieser Zeit nahm er auch großen Einfluss
auf Greg Laurie und seine Evangeliumsverkündigung, die wir uns im zweiten Teil anschauen werden. So I had a little taste for the flamboyant, so I got a staff, you know. And I immediately started to grow my hair a little bit longer than it was, so I grew my hair down to here. I grew a long beard. You know, I couldn't tell a secret after the sixth grade. And I just had a full beard, you know, at an early age. And so I really looked like Isaiah's grandson. And I was pastoring at Calvary at the age of 19, but they never knew how old I was because I looked like I was just come out of a cave. I wore St. Francis of Assisi shirts with hoods on them and wore a robe and things like that. Lonnie Frisbee war ein starker Befürworter des Katholiken Franziskus von Assisi, welcher ein Naturanbeter war, ein Mystiker war, was sehr wichtig ist zu verstehen im weiteren Verlauf. Über die Jahre sehen wir eine zunehmende Gewichtung auf Zeichen und Gaben und Wunder. Und es ist interessant, dass Jesus Matthäus 16, Vers 4 sagt, dass ein böses und ehebrecherisches Geschlecht ein Zeichen begehrt, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Bereits 1993 dann verstarb Lonnie Frisbee an AIDS. Und es gibt viele Stimmen da draußen, die heute sich noch die Frage stellen, wie konnte Lonnie Frisbee all dies tun? Das muss von Gott geführt gewesen sein. Und lasst uns daran erinnert sein, dass die Bibel uns auch ganz klar sagt, dass viele falsche Propheten da draußen sind und die im Namen Jesu viele Wunderzeichen tun werden. Denn wenn wir uns einmal das Leben von Lonnie Frisbee anschauen, in der Zeit bereits bevor er mit Chuck Smith zusammenkam, dann gibt es dort Dinge, so glaube ich, die er nicht abgelegt hat, bevor er ins Christentum gekommen ist, sondern die er mit reingebracht hat. Dinge wie Hypnose, die er vorher gelernt hatte und auch praktiziert hat. LSD, womit er zu tun hatte. Oder auch mit dem Okkulten und dem Mystizismus. So las er zum Beispiel zuvor Bücher von Edgar Cayce, welcher ein US-amerikanisches Medium war. Und Cayce gab Antworten zu Fragen über Themen wie Gesundheit, Astrologie, Reinkarnation und Atlantis, während er in Trance war. Und er wurde zum Ende seines Lebens als der schlafende Prophet bekannt oder als parapsychologischer Diagnostiker, der sehr stark im Channeling drin war, was das Kanalisieren ist oder der direkte Kontakt mit Dämonen. Und das wäre alles kein Problem, dass er sich vorher damit beschäftigt hat, wenn er dem Ganzen abgeschworen hätte und das nicht mit ins Christentum und in seinen Dienst vor allen Dingen mit hineingebracht hätte, wie wir sehen werden. In seiner Zeit vor der Jesusbewegung war er auch sehr stark in Kontakt mit Timothy Leary, welcher ein Mystiker war, Psychologe, der als der LSD-Guru oder LSD-Papst bekannt wurde in dieser Zeit, der ein sehr starker Nachfolger des Satanisten Aleister Crowley war. In seiner Biografie sagt Lonnie Frisbee dazu, an den Wochenenden nahm ich LSD und hatte alle möglichen Halluzinationen. Ich schloss mich einem Drogenkult in Laguna Beach an, der sich Mystic Arts nannte und Teil einer weit verbreiteten Organisation von psychedelischen Acidheads unter Timothy Leary und der Brotherhood war. Wir verteilten LSD an andere High School und Junior School Kinder. When I first turned on the drugs, I thought that was the truth, so I turned everybody on the drugs. When I first turned on the drugs, I thought that was the truth, so I turned everybody on the drugs. Bevor er also ein Evangelist wurde für die Hippie-Bewegung, war er bereits ein Evangelist für okkulte Mächte. Und einige sagen, so beschreiben es Zeitzeugen, dass er immer wieder von den Drogen abließ, aber auch immer wieder dazu griff. Und Timothy Leary hatte einen lang anhaltenden Einfluss auf Lonnie Frisbee, sogar nach seiner Bekehrung. Und Timothy Leary wird auch in dem Jesus Revolution Film porträtiert. Und was ganz klar ist, ist, dass Leary ein ganz großer Fan des Satanisten Aleister Crowley war. Well, I've been an admirer of Aleister Crowley. I think that I'm carrying on much of the work that he started over 100 years ago. And I think the 60s themselves, you know, Crowley said, he was in favor of finding your own self and do what thou wilt shall be the whole of the law under love. It was a very powerful statement. I'm sorry he isn't around now to appreciate the glories that he started.
Timothy Leary wünschte sich, dass Aleister Crowley noch lebendig gewesen wäre, um das Ergebnis seines Einflusses miterleben zu dürfen. Er glaubte von sich, dass er vieles der Arbeit von Crowley fortführte, und viele realisieren heute nicht, dass dieser absolute Satanist Aleister Crowley einen enormen Einfluss auf die 60er und 70er Jahre hatte bis zur heutigen Zeit. In seiner Autobiografie sagt er von sich selber, dass er sich einfach irgendwann entschlossen hat, sich auf die Seite Satans komplett zu stellen. Und so hatte Aleister Crowley und Timothy Leary einen großen Einfluss auf die Drogenkultur der damaligen Zeit, lange bevor die Beatles noch kamen, John Lennon und diese ganzen Lehren von Aleister Crowley auch aufgenommen haben, diese ganze Philosophie mit dem Do what thou wilt, also tue, was du möchtest, ist das ganze Gesetz. Und es scheint so, dass Lonnie Frisbee viele dieser Dinge mit in seinen christlichen Dienst hineingenommen hat. Denn er behauptete ja, ein Nachfolger von Timothy Leary gewesen zu sein. Und immer mal wieder waren sie immer noch auf LSD gewesen, tauften sogar Leute, die auf LSD waren, ohne irgendwie dem Ganzen abzuschwören, wirklich Buße und Reue zu tun. Und viele dieser sogenannten Bekehrten gingen auch wieder zurück in die Welt. Nun, Aleister Crowley sprach sehr viel über das sogenannte New Aeon, ein neues Zeitalter, wo er Menschen unter Halluzination bringen wollte. Denn er verstand, dass man Menschen so in den Kontakt mit der dämonischen Welt bringen kann. Und wie wir noch verstehen werden, nutzte Frisbee einige dieser Dinge, während er in der Christenheit war. Und wir werden bald verstehen, dass Lonnie Frisbee einige dieser Dinge mit ins Christentum hineinbrachte, mit denen er bereits zuvor zu tun hatte. Und Lonnie Frisbee war auch Teil der Mystic Arts Welt, ja, der Brotherhood of Eternal Love. Nichts weiter wie dem größten Drogenkartell in den USA damals, welches durch Timothy Leary gegründet wurde. Hören wir jetzt dahingehend etwas von Judy Meston, welche eine Highschool-Freundin von Lonnie Frisbee war. So we drove out to Tockwitz Falls and we hiked up. He wanted to go to the very top fall. And once we got there, he opened his backpack and he spread out and he had LSD and he had marijuana and he had all of his oil paints and he proceeded to paint a picture of Jesus on the rock, a full-sized picture of Jesus on the rock. Then he pulled out his Bible and he got kind of in a yoga position and he says, we're going to read the Bible now. He was reading about John the Baptist and how John the Baptist baptized. And he baptized us up at Tockwitz Falls. Even though we were all on drugs. Even though we were all on drugs. Und einige werden sagen, aber es gab wahrhaftige Bekehrungen während der Jesusbewegung. Und sicherlich, die gab es auch. Und ich habe mir einige dieser Zeugnisse angehört, wie Menschen berichten, wie Gott sie freigesetzt hat. Natürlich, alleine kann Gott das entscheiden, wie echt das ist, aber nach einigen Jahren hat man natürlich eine gewisse Erfahrung, um das einschätzen zu können, wie ernsthaft Menschen sind. Und wir sehen jetzt ja auch gleich eine Gruppe vor dem sogenannten Mystic Eye Center stehen, wie sie dort predigen, dem mystischen Auge gegen den Teufel und dass das alles okay ist. Walking to and fro, seeking whom he may devour. And instead of the devil, there is a living God who loves us. And is not trying to ruin us, but who loves us and wants to take us to be where he is. Right on. And this place here represents what the world has in its worst form. Magic, sorcery, divination, which the Bible declares are works from the devil. Und wenn es auch solche Zeugnisse gab, wo Menschen so ganz klar das Böse auch aufgedeckt haben, wie wir jetzt ja gerade gehört haben, wie kann man dann sagen, dass diese Bewegung irgendwie beeinflusst war vom Teufel? Und lass uns nicht vergessen, dort wo der Teufel arbeitet, das heißt nicht, dass Gott sich natürlich komplett zurückzieht, sondern er arbeitet ja auch zur gleichen Zeit, versucht die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann kann es sein, dass Menschen eben auch, und es ist ja gut so, wirklich zum Glauben natürlich kommen. Aber zur gleichen Zeit sehen wir, wie sehr viele Menschen verführt wurden. Und das werden wir im Laufe dieses Studiums noch feststellen, wo das Ganze eben dann ausgeartet ist hin. Ja? Viele sind aber auch verführt worden, wie gesagt, in dieser Zeit. Und wir schauen uns jetzt als nächstes mal einen Clip an, wo wir dort einen Evangelisten sehen, wie er auf einige dieser Straßen-Hippie-Prediger trifft, die sich angeblich bekehrt haben und die dort auch am Predigen waren, die dort Jesus verkündigt haben, während sie zur gleichen Zeit LSD gebraucht haben.
Und wir werden gleich den christlichen Interviewer etwas aufgebracht sehen, weil er eben zu diesen Hippie-Predigern sagt, dass sie ihm sagen, dass während sie das Buch der Offenbarung lesen, sie immer noch auf LSD sind und somit die Menschen tot in ihren Sünden sind und sie nicht zur Buße geführt werden. What we think is that everybody should accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior and be saved. And then quit their habits, quit their LSD. We're not going but to you that, fellas, but the Lord say that. You fellas told me you went out and took LSD and read the book of Revelation. Now, I'm getting a little angry because I go out in the street preaching that Christ delivers, and you guys are out here preaching can you smoke pot, you can take LSD, and I think that's a permissive statement that's going to damn the lives of thousands of our teenagers. I hope all of you have noticed that I talk about God and this gentleman talks about drugs. You're talking about using them. I'm talking about being cured from them. Reverend Wilkerson, you seem to be quite angry. I think so. I'm tired of these Bob Dylan preachers and Norm Mailer kind of ministers who go around the streets telling these kids that they can have all this in Jesus too. They can smoke pot, they can take LSD. And I have 23 sons for narcotic addicts, and they call me, they talk about love and they're ready to slap me in the face. And that's the trouble with Haight-Ashbury. We need more ministers down there preaching that these kids can clean up. They aren't cleaning up anybody. I think sometimes they're indulging as much as anybody else. Sehr interessant. Ein anderes Asbury. Nun, das ist das, was wir viel gesehen haben in dieser damaligen Zeit. Und Lonnie Frisbee selber, das werden wir gleich hören, er behauptete, als er zu Gott kam, dass er selber unter LSD war. Dass er Visionen vom Himmel empfangen hat, während er zur gleichen Zeit sehr wahrscheinlich immer noch in homosexuellen Dingen und Lebensstilen involviert war. Wobei er niemals im Laufe seiner Jahre das volle Evangelium, das ewige Evangelium und das ganze Gesetz Gottes gepredigt hat, er sich aber sah als einer, der von Gott berufen wurde. Aber schauen wir uns einmal an, wie das Ganze begann. Sometime in 1967, at the age of 17, Lonnie Frisbee took another trip into Taquitz Canyon. There he took a hit of LSD, removed his clothing and began to pray in a relatively unorthodox but sincere manner. When the Lord called me, I was going into the desert and I was taking all my clothes off and I'm going, God, if you're really real, reveal yourself to me. And one afternoon, the whole atmosphere of this canyon that I was in started to tingle and get light and it started to change and I'm just going, uh-oh, I didn't want to be there. He would later recount that it was here that God came to him in a vision and told him of the unique role that he was soon to play. To be changed by you, my beloved Jesus. Because I need you, my beloved Jesus. It thrills my soul to see all the kids coming and following after Jesus. I kind of relate to John the Baptist down in the wilderness, baptizing in the River Jordan sometimes. Really neat to see how each one reacts in a different way, but I can feel the presence of God coming down upon me and upon the person being baptized and just all over the place. And I immediately started to grow my hair a little bit longer than it was, so I really looked like Isaiah's grandson. I wore St. Francis of Assisi shirts with hoods on them and wore a robe and things like that. The people tell me that I'm trying to look like Jesus. I can't think of anybody else I'd rather look like. Es ist nicht aufgezeichnet oder berichtet, dass während er den Drogen abgeschworen hat, Gott ihm erschienen ist, sondern während er die Drogen benutzt hat, dass Gott ihm anscheinend gerufen hat in ein besonderes Werk. Aber sehen wir das in der Bibel, dass Gott jemanden unter dem Einfluss von Drogen in ein besonderes Werk ruft, wo Gott jemandem dann den Heiligen Geist in besonderem Maß ausgießt über diese Person, während jemand LSD benutzt oder sehr wahrscheinlich noch einen homosexuellen Lebensstil auslebte? Oder gibt das eher Satan und seinen gefallenen Engeln die Chance, in einen Menschen hineinzukommen? Nun, was sagt die Bibel uns? Wir sollten ja nicht nach Gefühlen beurteilen oder das, was wir vor Augen haben, sondern das, was das Wort sagt. In diesem Clip haben wir gerade eben gesehen, wie er selber auch oberkörperfrei getauft hat und auch halbnackte Frauen dort im Bikini getauft hat.
Und mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt euch Frauen fragen darf, würdet ihr selbst euch in einem Bikini taufen lassen? Mal ganz ehrlich. Ich glaube, dass man das nicht tun sollte. Dass es nicht würdig und heilig vor Gott ist. Und dass ein Prediger des Evangeliums das auch nicht tun sollte. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn jemand so zu mir ins Wasser steigen würde und ich eine solche Person taufen sollte, die würde ich erst wieder zurückschicken. Ich meine, sie hätte vorher schon Bibelstunden bekommen, was wirklich christliche Bescheidenheit und auch Kleidungsreform und solche Dinge angeht, weil das Gott sehr wichtig ist. Und vielleicht ist das auch das, was Chuck Smith gesehen hat bei Lonnie Frisbee und er sich dort abgeschaut hat, denn die Bibel sagt uns, durch Anschauen werden wir verändert. Und kann es sein, dass wir in solchen Dingen bereits, aber noch in viel krasseren Dingen, die wir uns noch anschauen werden, der Standard immer weiter hinuntergegangen ist, anstatt ihn zu erhöhen? Nun, ich frage mich auch, sind diese Menschen wirklich unterwiesen worden? Nicht nur jetzt für den Taufakt, sondern wusste Lonnie Frisbee und Chuck Smith, wo diese Leute wirklich geistlich stehen, jeder Einzelne? Haben sie wirklich ein gewisses Fundament überhaupt gehabt, dass sie bereit waren, getauft zu werden? Wirklich, wie Römer 6 sagt, zu sterben in Christus und zu einem neuen Leben auferweckt zu werden in Jesus. Jetzt haben wir schon einige Male die Homosexualität erwähnt und lasst uns da mal ein bisschen hineinstudieren. Nun, was traurig ist in der Geschichte von Lonnie Frisbee ist, dass er sagt, dass er im Alter von 8 Jahren von einem männlichen Babysitter missbraucht wurde. Und das tut mir sehr leid, weil ich selber Menschen kenne, die auch in jungen Jahren missbraucht wurden. Und das ist keine leichte Sache, wo man einfach mal so darüber hinweggehen. Das zerstört unglaublich viel in einem Menschen und das muss man auch berücksichtigen mit Sicherheit. Er sagte von sich selbst, dass er nicht homosexuell war, aber einen Kampf hatte bezüglich der Anziehung von Männern. Und bevor er seine Frau Corny heiratete, sagte er ihr, dass er aus dem homosexuellen Lebensstil befreit sei. When Lonnie asked me to marry him at that particular time is when he told me that he was gay. He didn't say it as though he was still gay, but that he had been saved out of that lifestyle. Und diese Thematik wird in dem Film auch thematisiert kurz, in dem gesagt wird, dass er mit Drogen zu tun hatte und dass er einmal, sozusagen im Englischen sagt man, he was doing everybody, also dass er es mit jedem getrieben hat, männlich wie weiblich. Und das Ganze wird in der Vergangenheitsform dargestellt. Aber ist das historisch wirklich akkurat? Stimmt das? Nun, man weiß, dass seine Frau Corny, dass sie eine sehr harte Zeit hatte, dass sie sehr viel persönliche Zeit mit Lonnie Frisbee und Zuneigung, es ihr wirklich an Zuneigung von ihm gefehlt hat. Und hat sie sehr zu kämpfen gehabt darunter. In dem Film ist interessanterweise, wird das in einer Szene aber anders dargestellt, wo nämlich er dort mit ihr sozusagen sehr umgänglich ist, sehr ja, liebevoll, sehr viel Zuneigung ihr schenkt. Und die wahre Geschichte ist aber, dass die Ehe zerbrochen ist. Bereits nach kurzer Zeit, nach einigen Jahren, im Jahr 1973, haben sie sich dann scheiden lassen. Und während Lonnie Frisbee jetzt versuchte, diese Ehe noch zu retten, hat er Corny Folgendes bekannt. At the end of the marriage, he told me that he had been staying late in some gay bars. He told me that he had been staying late in some gay bars. Soweit wir auch nicht alle Informationen haben, was diesen Bereich seines Lebens angeht, gibt es dennoch einige, die einfach darauf hindeuten, auch nach eigenem Zeugnis halt und Bekenntnissen, dass er in diesem Lebensstil immer wieder mal gelebt hat, zumindest für gewisse Zeitabschnitte über die Jahre hinweg. Wie gesagt, ganz genau können wir es nicht sagen. Aber viele haben über diesen homosexuellen Lebensstil in Lonnie Frisbees Leben berichtet, dass er immer wieder damit zu tun hatte und mehr im Versteckten damit wirklich ja, gehandelt hat. Nun in späteren Jahren, als er bereits mit der Vineyard-Bewegung zu tun hatte, wir kommen da nachher noch zu, da wird berichtet, dass er zumindest in dieser Zeit eine 6-monatige homosexuelle Beziehung hatte, die, als er darauf angesprochen wurde, von ihm bestätigt wurde. Die Führer der Vineyard-Bewegung sprachen ihn daraufhin an und wurde daraufhin auch aus der Vineyard-Bewegung entfernt.
Aber viele Zeitzeugen berichten auch, und es war sozusagen ein offenes Geheimnis, dass er am Samstagabend feiern ging und am Sonntagmorgen predigte und seinen homosexuellen Lebensstil so im Versteckten auslebte. Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass diese ganzen Ereignisse und die Fragen um seine Homosexualität heute in der LGBTQ+-Bewegung gebraucht werden, die Kirche dazu zu fordern, dass sie Homosexualität anerkennt, dass es akzeptiert. Es gab sogar ein Buch, was rausgebracht wurde mit dem Titel Lonnie Frisbee, Catalyst for Revival, The New Move of the Holy Spirit from Hippies to Homosexuals. Also Lonnie Frisbee, der Katalysator der Erweckung, die neue Bewegung des Heiligen Geistes vom Hippie zum Homosexuellen. Und das wird gebraucht, um Homosexualität zu pushen. Nun, während Lonnie Frisbee bereits mit Chuck Smith am Arbeiten war, entstand eine Gruppe, und zwar die sogenannte Rainbow Group, die auch beeinflusst war von Timothy Leary und die geformt wurde von einem anderen alten Hippie. Die größte Gruppe innerhalb dieser Rainbow-Regenbogenbewegung waren die Radical Fairies, die radikalen Feen. Homosexuelle, die angeblich mehr geistlich waren. Und das Ganze begann mit Harry Hay, einem älteren Hippie, der nach jungem Fleisch aus war, der die Modern Gay Liberation Movement gegründet hat, also die moderne homosexuellen Freiheitsbewegung, aber auch die NAMBLA, die North American Man Boys Love Association, die den Sex zwischen Jungs und Männern befürwortet und fordert. Nun, bezüglich seiner Homosexualität, viele leugnen das, und wir wissen auch nicht alles, um fair zu sein, aber wir sehen genug dahingehend und auch durch seine Bekenntnisse, dass da ein gewisser Lebensstil vorhanden war während seines Lebens als gläubiger Christ. Vielleicht hatte er damit zu kämpfen und es ging hin und her, Gott weiß das. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass auch sein Verständnis und seine Präsentation des Evangeliums, obwohl viele dachten, dass es von Gott geführt war und mächtig war, dass es nicht die Kraft innehatte, wirklich diesen Lebensstil zu überwinden. Diese Kraft fehlte in der Verkündigung und auch im Leben der Evangeliumsverkündigung von Lonnie Frisbee. Und wir sehen das später auch bei Greg Laurie, wenn wir ihn noch besprechen werden. Denn wenn du wirklich akzeptierst, das, was es ist, dass dieser Lebensstil wirklich Sünde ist und wirklich ernsthaft diese Sünde anerkennst und bereust, dann wird Gott dir auch vergeben und wird dich auch wirklich freisetzen von diesen Neigungen. Ja? Da mag ein Kampf mit verbunden sein, da muss man auch ständig wirklich auf der Hut sein, aber Gott kann komplett von diesen Dingen befreien. Der Paulus sagt nicht umsonst in Römer Kapitel 1, Vers 16, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist. Aber diese Kraft war nicht zu sehen, außer in sogenannten Zeichen und Wundern, wo man sich dann immer wieder darauf berufen hat. Und viele Menschen fokussieren sich eben heute genau auf diese Zeichen und Wunder, anstatt auf das, wofür das Evangelium eigentlich wirklich gegeben ist, das einen Menschen komplett frei machen kann, selbst vom homosexuellen Lebensstil. And so the message is that these are the last days. And that Jesus Christ is returning really soon. And the prophet Joel and the prophet Peter said that in the last days that God would pour out his spirit upon all flesh, and that his sons and daughters would prophesy, and that his servants and handmaidens would speak forth the anointed word of God. I'm a servant of God, and I'm a child of God, and God is raising up from the very bottom. And he's raising up the foolish and what the world considers That's dumb. Right. Yeah. And he's putting his spirit upon them and he's anointing them and they're starting to preach the gospel and thousands of people are starting to get saved everywhere. And so... It's thrilling. It sure is. Hat Gott wirklich damals in besonderem Maße seinen Geist über diese Hippies ausgegossen, dass einige sogar in das Prophetenamt berufen wurden? Nun, lass uns nochmal daran erinnert sein. Jesus sagt uns, dass viele falsche Propheten nach Matthäus 24 und einigen anderen Stellen in der Bibel in dieser Zeit vor der Wiederkunft Jesu hinausgehen werden. Dass sie verkündigen werden im Namen Jesu. Dass sie viele Zeichen und Wunder tun werden im Namen Jesu. Aber wie viele Menschen hat es wirklich zur echten, tiefen Reue, zur Umkehr geführt? Dass sie wirklich ein neues Leben in Jesu geführt haben. Und wenn Lonnie Frisbee wirklich ein Prophet Gottes war, wenn der Geist Gottes wirklich auf ihm gelegen hat,
dann warum hat er auch nicht in diesen letzten Tagen die letzte Warnungsbotschaft, die diese Welt jetzt hören muss, verkündigt, die wir in Offenbarung Kapitel 14 in den Versen 6 bis 12 finden, wo uns gesagt wird, dass wir Gott von ganzem Herzen fürchten sollen, dass wir komplett der Sünde absagen sollen, was die Gottesfurcht wirklich bedeutet, dass wir ihm in allem unseres Lebens einen vollkommenen Gottesdienst schenken sollen, ihm in allem die Ehre geben sollen. Unser ganzer Lebensstil, auch was wir essen, trinken, alle Bereiche unseres Lebens sollten Jesus gehören. Wie wir uns kleiden, wie wir uns geben, wie wir sprechen, alles das sollte auf den Altar gelegt werden, dass wir zur vollkommenen Reife in Jesus Christus kommen, zur vollkommenen, ja, Mannesreife, wie der Paulus das beschreibt. Er hat nicht verkündigt, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Er hat nicht verkündigt, dass wir den anbeten sollten, der Himmel und Erde gemacht hat und der am siebenten Tag Sabbat geruht hat, am Samstag, dem vierten Gebot in den zehn Geboten. Er hat all diese Sachen nicht verkündigt. Er hat nicht darüber gesprochen, was Babylon ist, dass Babylon gefallen ist, dass es eine Behausung aller unreinen Geister und Vögel und Teufel geworden ist. Er hat nicht ausgelegt und gewarnt vor dem Mahlzeichen des Tieres, was dieses Tier ist, was das Mahlzeichen ist und wie man konträr dazu sich vorbereiten kann, um in dieser Zeit das Siegel Gottes zu empfangen und was dieses Siegel Gottes überhaupt ist. All das sehen wir nicht in der Verkündigung dieses angeblichen Propheten, dass er eben nicht diese letzte Warnungsbotschaft für diese Zeit verkündigt hat. In only 4 short years, Calvary Chapel had expanded into a movement with satellite locations all over the southwestern United States. Chuck Smith had replaced the aggressive Pentecostal dynamic with a focus on Bible teaching. And rather quickly, Lonnie realized he was an uneasy fit and started to look for other outlets to express his more aggressive Pentecostalism. He found a kindred spirit in John Wimber, the pastor of a Calvary Chapel satellite location in Yorba Linda, California. John and I met 3 years ago at the pastor's conference, and the Lord told us that he was going to join us together, and it's taken 3 years to do it because I'm a chicken. I think the Lord's going to meet us tonight in a special way, so I want you to be in expectancy for a move of the Spirit of God. He asked people 25 and under to come forward. And so we had all these young people, probably 300 or so, go forward. He just says the words, "Holy Spirit, come." Almost immediately, everybody just fell on the floor. There's a tremendous outpouring of the Spirit of God upon the young people here. The Spirit of the Lord is moving upon these girls right here. Es war 1971, dass sich die Wege von Lonnie Frisbee und Chuck Smith trennten, weil ihre theologischen Differenzen zu groß geworden waren. Chuck Smith lehnte mehr diesen Pfingstglauben ab und vertrat die Ansicht, dass die Liebe die größte Manifestation des Heiligen Geistes sei, während Frisbee sich stark für eine Theologie engagierte, die sich auf geistliche Gaben und neutestamentliche Begebenheiten konzentrierte. Also die sogenannten Charismas, die Gaben, die Geistesgaben, wie sie in 1. Korinther Kapitel 12 beschrieben werden, wo in Vers 31 uns gesagt wird, dass dort ein exzellenterer, ein größerer Weg noch gibt als diese Geistesgaben, und zwar die Liebe, die Agape-Liebe, wie sie im Leben von Jesu Christi zu sehen war. Und diese Liebe ist eine Liebe, wie Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 15, die zum absoluten Gehorsam Gott gegenüber führt. Etwas, was wir auch in diesen Bereichen nicht sehen. Aber lasst uns jetzt mal einen weiteren Eindruck bekommen von der jetzt bereits hier erwähnten und sehr bekannten Muttertagspredigt 1980 in dieser von John Wimber nachher gegründeten Vineyard-Bewegung. The Spirit of the Lord is moving. In Jesus' name. In Jesus' name. Let the power of God come. In Jesus' name. I bless you in the north and the Lord. Let the anointing of the Lord fall. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit come. Let the anointing of the Lord fall. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit come. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dieser Muttertagspredigt von Lonnie Frisbee, der damals 1980 gehalten hat in John Wimbers Gemeinde. Habt ihr jemals irgendwo in der Bibel eine Situation gesehen, wo Menschen den Heiligen Geist bestimmen? Wo gesagt wird, Heiliger Geist, komm! Oder wo Menschen im Heiligen Geist geschlagen werden und auf einmal umfallen oder rumrollen und komische Laute von sich geben? Und John Wimber
der, wie gesagt, einige Jahre dann mit Lonnie Frisbee zusammengearbeitet hat, hat gesehen, dass infolgedessen Menschen sogar lavitiert haben, dass sie abgehoben sind vom Boden. Ja? Meine Lieben, das ist nicht die Kraft, ganz deutlich nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns ganz deutlich in 1. Korinther 12, in Vers 11, dass der Heilige Geist es ist, der bestimmt, wem er die Gaben gibt. Und dass wir nicht über den Heiligen Geist bestimmen können, wie es dort eben praktiziert wurde von Lonnie Frisbee. Aber schauen wir uns mal die Geschichte besser an. Den Hintergrund wollen wir besser verstehen, wie es dazu kam und was dann die weiteren Folgen dessen war. Es war am Abend dieses Muttertages 1980, also John Wimber, der eine dieser Calvary-Gemeinden führte, dass er die Stimme Gottes angeblich hörte, die ihm sagte, dass er diesen Lonnie Frisbee bei sich predigen lassen sollte an diesem Abend. Nun, Wimber war zuerst nicht überzeugt davon, ob er das tun sollte. Er ließ ihn dann aber predigen und Wimber dachte sich, während Lonnie Frisbee am Predigen war, dass das alles doch ziemlich erstaunlich ist, was er dort von sich gibt. Und dann auf einmal begann das, was wir gerade eben gehört haben, dass er den Heiligen Geist bestimmte und sagte, Heiliger Geist, fall und komm über die Menschen. Und John Wimber hat sich zuerst gewundert über diese ganze Sache, was da eigentlich vor sich geht. Und ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt, wo er diese ganze Geschichte, diese Begebenheit erzählt auf eine, ja, für ihn sehr lustige Art und Weise. Wir sehen auch die Leute im Hintergrund, wie sie lachen, wie er das Ganze erzählt. Aber hört euch mal genau hin, was da damals passiert ist. I get home, you know, and I try to go to sleep. I can't sleep. I get up and I go from Genesis to Revelation, you know. And I'm looking for Holy Spirit, come, you know. Wham, wham, you know. It's not in the book, man. It's not. I'm upset, man. And I, you know, now it's 4:30 in the morning. And I've, you know, I've all over and over. I did find a few verses where people fell down. That helped me a little bit. But I couldn't find anything that was just like that. And so I'm sitting there and I'm saying, oh, God, you got to do something for me. You know, this is terrible what's happened here. You got to do something for me. And suddenly it connected that I remembered reading something in the Journal of Wesley where something like this had happened. And so I went out of my garage and I had a big box of books on revivalists at different times, you know, revival histories as well as revivalists. And I got them out and brought them in the house and I started, and sure enough, some things like that happened with Whitfield. Some things like that happened with Wesley. I found it in the Cane Ridge Revival. And then I began going back and forth through church history. And about 6 o'clock in the morning, I'd found at least 10 different times when this kinds of phenomena had occurred. Not Holy Spirit come wham, but things like that. You know, things where people shook and people fell and this sort of thing. So I was feeling a little bit better. Now it's 6 o'clock in the morning and I'm saying, God, if this is you, I've got to have some assurance. I've got to know, is this you? Is this something you're doing or not? Just then the phone rings. And it's my friend Tommy Stipe from Denver. Now, Tommy wasn't in the habit of calling me all that often in those days, but he would call up every couple months or I would call him. Hey, what's going on, man? You know, what's happening? Did you have a good day at your church? Oh, Tom, let me tell you about it, man. You know, this guy Lonnie. Oh, Lonnie, I know Lonnie. Yeah, he used to be, oh, yeah, I remember him. Wham, right? Yeah. I said, well, look, man, this is what he did to me. He came in, he talked a little while, and he said, Holy Spirit, come, and people fell down, and people left my church, my staff's mad at me, and I'm not sure what's going on. My wife's happy as anything. She liked it all. And he says, it's the Lord. I said, it's the Lord? He said, yeah, it's the Lord, man. It's just, that's exactly what happened to us in the early days of the Jesus People Revival. The same kind of power, the same kind of manifestation. In fact, as we talked, the Spirit of God began gripping his heart, and he began repenting of some hardness that he had towards just this kind of phenomena because he'd sort of grown away from it and become too sophisticated for it. And so I felt a great deal of assurance because God had given me a witness, a credible witness, that had called someone that had been there, someone that had seen it from the inside out. I'd only heard about it. I'd lived here in the community, but I wasn't aware of the totality of the Jesus People movement until much after the movement had already begun declining. That'll come as news to some of you. But Jesus People movement's over. It's a new day now, and God's doing some new things.
Und obwohl John Wimber sich selber gewundert hatte, nachdem Lonnie Frisbee anfing, erst zu predigen, und er dachte, ja, das passt, das ist gut, und auf einmal diese Phänomene herauskamen oder den Heiligen Geist bestimmte und dann all diese Dinge geschahen, dann was hat er gemacht? Er hat gesagt, er hat zur Schrift gegriffen, hat danach gesucht. Das ist das Richtige, was man machen sollte, wenn man das nicht weiß und nicht einschätzen kann und sowas auf einmal passiert. Dass man wirklich, und er hat richtig begonnen, im ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ist er durchgegangen und hat sich angeschaut, ob das, was da passiert ist, ob das irgendwo in der Schrift zu finden ist. Und was hat er gesagt? Er hat es nirgendwo gefunden, nirgendwo in der Schrift. Und da hätte er ganz klar, hier spätestens an diesem Punkt, ganz klar sagen sollen, es gibt kein, so steht es geschrieben, und hätte diese ganze Sache abtun müssen und sie einordnen müssen als vom Teufel. Er hat es nicht gemacht. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat die Bibel zugeschlagen, hat überlegt, wo finde ich irgendwo anders Beweise. Auf einmal erinnert er sich daran, geht dort in seine Garage, liest diese Journale durch, wo er von irgendwelchen Erweckungsbewegungen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten dann liest, die nicht in der Bibel zu finden sind, sondern außerhalb der Bibel. Ja? Weil er ja, wie er selber gesagt hat, er hat keine Beweise in der Schrift gefunden dafür. Aber das, was er dort gefunden hat, diese Erfahrungen, war dann für ihn der Beweis, und dass er das hier zugeklappt hat und beiseite gelegt hat. Denn es ist ja vorher bereits passiert und deshalb muss es von Gott sein. Und dann kommt dieser Freund hinzu, der ihm dann erzählt, dass das wann schon mal bereits passiert ist und er Zeuge war, genau in dieser Zeit der Jesus-Bewegung. Und das hat ihm dann den letzten Beweis gegeben. Was uns ja auch einen ganz klaren Beweis gibt, dass diese Dinge bereits während den Anfängen der Jesusbewegung stattgefunden haben. Nicht bereits irgendwie später in den Jahren von Lonnie Frisbee, dass er sich dann später dahin entwickelt hat. Sicherlich gab es eine stärkere Tendenz dahingehend. Aber wir sehen bereits von Zeitzeugen, die sagen, die damals dabei waren, das ist für uns nichts Ungewöhnliches, das geschah genau auch damals in Südkalifornien mit Lonnie Frisbee. Aber meine Lieben, das ist nicht vom Heiligen Geist. Und Lonnie, wir bereits schon festgestellt haben, war kein wahrer Prophet gewesen. In seiner Autobiografie schreibt Lonnie Frisbee, fliegende Stühle und hunderte von lachenden und weinenden jungen Gläubigen, die vom Geist berauscht sind und in unbekannten Sprachen sprechen. Nun, die Frucht des Heiligen Geistes ist aber nach Galater 5, Vers 22, Selbstkontrolle. Das ist das Gegenteil von dem, was damals geschehen ist und heute immer noch geschieht. Und so begann ja auch dieses ganze heilige Lachen bei dem Toronto-Segen, was wir uns angeschaut haben in späteren Jahren. Und genau das geschieht, wenn du mit fremdem Feuer spielst. Das sind die Resultate dessen. Und Lonnie selber sagte, die Leute meinten, es sei reine Gefühlsduselei und beschuldigten mich mit den Worten, Lonnie Frisbee benutzt Massenhypnose und Publikumsmanipulation. Und das ist sehr interessant, dass Leute das gesagt haben, weil das ist ja das, was er vorher auch schon getan hat, wo er sich mit beschäftigt hat, in seiner Zeit, bevor er zu Christus kam. Und daher ist es offensichtlich, dass er diese Dinge nicht abgelegt hatte. Well, over the next few weeks and months, the phenomena continued to occur. Often unrehearsed, often without any kind of leading from us, it would just happen in places. Our young people began roaming the community in packs. We would see them sometimes in parking lots and in front of houses, raising their hands and praying for people, and wham, they would go. And over the, that was in May. By September, we had baptized over 700 new converts. Evangelism was occurring everywhere. Those were the ones we baptized. The best we can figure, there may have been as many as 1,700 new converts in that 3.5 month period. But the ones that we baptized, the ones that came toward us and became involved in the fellowship, was approximately 700. God was on the move. I had never seen evangelism like that. I had never known that there was that kind of power. The problem was I didn't have any grid to sort it with. Nothing I had ever been taught in my educational background helped me to understand Holy Spirit come whammo and how that related to evangelism. How power and power signs and power activities could bring about conversion in the lives of individuals. Wo bitte in der Heiligen Schrift findet ihr eine solche Art von Evangelisation? Sind die Jünger rumgelaufen an Pfingsten und haben gesagt, whammo, auf die Leute. Und der Heilige Geist fühlt über sie.
Ist das das, was wir in der Bibel sehen? Nun, John Wimber hat selber gesagt, dass beim Durchforschen der Schrift, vom ersten Buch Mose bis Offenbarung, dass er nicht eine einzige Stelle in der Schrift sieht, wo das passiert. Und weil er dort nicht angehalten hat, gesagt hat, Stopp, ja, rote Flagge, und hat das richtig eingeordnet als dämonisch und vom Teufel, hat er sich selber dieser Täuschung hingegeben. Und heute akzeptieren die Menschen das in Massen. Ja. Und wisst ihr, man kann Menschen wirklich einen ganz klaren biblischen Schriftbeweis geben über diese Ereignisse damals oder auch jetzt aktuell über Asbury und diese Dinge. Und dennoch schreiben Leute einem, ich glaube, dass das Ganze von Gott geleitet ist. Nun, das erinnert mich an einen Text in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und meine Lieben, wenn ich in diese Kategorie falle, dann kann Gott auch nichts mehr für mich tun. Dann habe ich mich selber der Täuschung hingegeben und werde das Resultat auch ernten. Now, I don't know how those experiences bring that kind of result. All I know is reporting from the reverse out, that's what they all said. And so I have difficulty at this point in my life of resisting that kind of phenomena when I see the results in the lives of the individuals. Wisst ihr, im Garten Eden waren dort zwei Stimmen. Zu Beginn war dort Gottes Wort, was gesagt hat, das ist das, worauf ihr vertrauen sollt. Und dann gab es später diese Stimme Satans durch dieses Medium, was er benutzt hat. Und ich frage mich, was wird John Wimber und andere am Tagesgericht sagen, wenn sie vor Gott stehen? Werden sie sagen, nun Herr, du hast es zwar in deinem Wort nicht gesagt, aber diese Leute da, die haben es gesagt. Wisst ihr, das ist sehr, sehr traurig und ich möchte mich in keinster Weise irgendwie darüber lustig machen, denn ich mache diese Vorträge und diese Videos und bete darum, dass Gott Menschen wirklich aufweckt, dass sie sehen, in welcher Täuschung sie sich befinden. Denn was sind die Erfahrungen dieser Menschen? Diese Erfahrungen sind aufgebaut auf Emotionen und anstatt ja auf ein eben so steht's geschrieben und geben sich diesen Emotionen, diesen Erfahrungen hin, das, was sie vor Augen sehen. Aber sind sie wirklich in tieferes Schriftstudium gekommen? Sind sie wirklich biblisch tiefer gegründet worden auf die Schrift? Sind sie nach Jesaja 8, Vers 20 wirklich zum ganzen Gesetz Gottes und zur ganzen Schrift geführt worden, sodass sie feststehen können? All das haben wir nicht gesehen, sondern es ist von dieser Zeit immer schlimmer geworden bis in diese heutige, gegenwärtige Zeit hinein. Gott sei gedankt, dass einige Menschen damals schon bereits aufgewacht sind und es heute auch tun. Auf keinen Fall kann es sich um eine Salbung oder eine Ausgießung des Heiligen Geistes Gottes handeln, sagten einige. Viele gingen in ihren Anschuldigungen noch einen Schritt weiter und sagten, es war der Teufel. Nun lagen diese zwei Zeugen richtig? War das Ganze vom Teufel? Wir haben soweit gesehen, dass in der Vergangenheit von Lonnie Frisbee Dinge waren wie Homosexualität, Drogenmissbrauch, Hypnose, Timothy Leary, dieser Satanist, beeinflusst von diesen Menschen. Wir sehen Elemente, die bereits früh in seinem Dienst mit eingeflossen sind, wie wir auch von John Wimber eben gehört haben und sich dann immer mehr gesteigert haben über die Jahre. Und deshalb ist es der Grund, warum ich die Bekehrung von Lonnie Frisbee und seinen Dienst sehr, sehr in Frage stelle, dass während er ja auf LSD war, nach seinem eigenen Zeugnis, und er dann zu Gott geschrien hat, dass es nicht Gott war, der ihm dort geantwortet hat, sondern dass ein anderer Geist, ein Geist von unten in diesen Mann hineingegangen ist. Und es gibt aber auch noch andere Dinge, die mich dahingehend sehr stark beunruhigen, was ihn angeht. Denn er selber, Lonnie Frisbee, war immer noch ja, in der Vergangenheit und hat es damit hineingekommen, im Mystizismus drin gewesen. Und zwar in einem Mystizismus in der Form, wie wir es auch im Katholizismus finden. Er selber sah sich ja als sehender Prophet, was mehr katholische, mystische Sprache ist, wie protestantische Sprache. Und Lonnie hat sich mit all diesen Charakteristika ja, und diesen Menschen, die in diesem katholischen Mysterium oder diesem Mystischen drin sind, hat sich mit ihnen auf eine Ebene gestellt. Also Menschen, die angeblich von Gott
persönliche Botschaften bekommen und von den Heiligen und so weiter. Und er hat sich dahingehend später auch immer mehr so auch gekleidet und nach außen gegeben und wurde von einigen sogar als Vater Lorne bezeichnet. Next brother I'd like to call up has become a very close friend of mine, and we've been able to share and laugh and just have a good time in the Lord and just be able to, I think, be an encouragement to one to another and watch God work in a special way. I'd like him to come up and share right now. Brother Lonnie, would you come on up, brother? Amen. Let's give him a big set for you. Yeah. This is Father Lonnie. My calling is apostolic in nature. I am a seeing prophet. That means that I have experienced in my life what the Catholics call infused prayer with God. And mystics experience this, and it's called infused prayer with God. Us Protestants don't know about any of that because it comes out of Catholic theology. But I am a mystic, and I experience infused prayer with God, and I'm a seer, and the Lord will go. And you'll show me things in the Spirit that are more real than what's happening in front of me. Was Lorne Frisbee hier beschreibt, ist eine sogenannte übernatürliche Gabe, wo der Verstand eines Menschen sich ganz sozusagen auf Gott konzentriert und unter diesem Einfluss besondere Einsichten bekommt vom Geist Gottes und einer besonderen Atmosphäre der Liebe Gottes dann lebt. Kurz gesagt handelt es sich hier auch um Kontemplation, ja das kontemplative Gebet, dass das Eintreten in eine tiefere Stille und das Loslassen unserer gewohnten Gedanken, Empfindungen und auch Gefühle beschreibt, um uns mit einer Wahrheit zu verbinden, die größer sein soll als wir selbst. Nun, das Ganze ist nichts anderes wie New Age-Meditation in der Gemeinde Gottes, im christlichen Gewand. Wie auch hier auf dieser Abbildung Richard Rohr, der ein katholischer Mystiker ist, der das Ganze sehr, sehr stark verbreitet, seit Jahren schon enger Freund von Oprah Winfrey. Aber diese kontemplative Spiritualität ist gleichbedeutend mit heidnischer Meditation in östlichen Religionen. Denn der Teufel möchte, dass wir unseren Geist mit sogenannten persönlichen Botschaften aus der geistigen Welt füllen lassen, von denen wir naiverweise dann glauben sollen, dass sie die Stimme Gottes sind. Und dass dieses kontemplative Gebet oder dieses durchdrungene Gebet ist keine Meditation im Sinne, dass man über Gottes Wort bewusst nachdenkt, sondern ist vielmehr eine gefährliche Technik, um mit der geistlichen Welt, ja, der dämonischen Welt in Kontakt zu treten. Oder mit anderen Worten, wie 5. Mose 18 sagt, es ist die von Gott verbotene Wahrsagerei. Die Achillesferse dieses kontemplativen Gebets ist jedoch das Fehlen einer soliden biblischen Grundlage. Jesus hat das kontemplative Gebet nie gelehrt und auch keiner der Apostel hat dies getan. Und das alleine sollte Grund genug sein, sich vom kontemplativen Gebet absolut fernzuhalten. Denn diese angeblichen persönlichen Botschaften, die sich aus diesen Techniken ergeben, sind einfach menschenzentrierte Erfahrungen, sind dämonische Erfahrungen vielmehr. Ja? Menschen, die diese Techniken praktizieren, sind anfällig für Täuschungen. Gottes Wort hingegen sagt uns aber, dass wenn wir ihn wirklich näher kennenlernen wollen, dann sollen wir von ganzem Herzen nach ihm suchen, nach seinem Willen wirklich suchen, dass wir gehorsam sein möchten, dass wir mit einem zerknirschten Herzen zu Gott wirklich kommen, wirklich bußfertig sind, unsere Sünde wirklich im Lichte Gottes, im Gesetz Gottes sehen und unsere Bedürftigkeit nach Jesus wirklich sehen, dass wir Veränderung brauchen, dass wir wirklich einen Erlöser brauchen. Und dann ist es auch Jesus da, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn legen können und ihm gehorchen. Das ist der Weg, wie wir Gott näher kommen können, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen und nicht unseren Kopf auszuschalten, irgendwelche neuen Techniken, die, wie gesagt, aus dem Hinduismus, aus dem Heidentum und all diesen Religionen kommen, was jetzt immer mehr seit Jahrzehnten schon in die Kirchen gebracht wurde, wie durch Personen wie Richard Rohr und andere, den ich übrigens in Teil 9 meiner Serie Gefangen im New Age tiefer behandle. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, da gehe ich tiefer in seine Persönlichkeit und sein Wirken hinein. Was wir hier aber sehen ist, dass Lorne Frisbee als angeblicher Protestant katholische mystische Praktiken durchführt. Und wisst ihr, es gibt einige
gute Indikatoren dahingehend, dass die ganze Hippie-Bewegung selbst von der katholischen Kirche gegründet wurde. Ich werde das jetzt an diesem Punkt nicht weiter ausführen, ja, dass es von Jesuiten eigentlich gestartet wurde, wie fast alles in dieser Welt. Aber selbst wenn es nicht der Fall gewesen sein sollte, ja, wir sehen, wie der Protestantismus immer mehr zurück nach Rom geführt wird. Aber es gab auch einige weitere bizarre Praktiken im Leben von Lonnie Frisbee, wie er zum Beispiel, er beschreibt es, wir hören es nachher noch, einen Mantel hatte, den er sich gemacht hat, der angeblich übernatürliche Kräfte hatte, und er diesen Mantel über Leute schmiss und die dann einfach anfingen, in falschen Zungen zu sprechen. In einer Sprache, die die Bibel nicht kennt. Ich habe vor einiger Zeit mal Videos dazu gemacht, die ihr euch gerne anschauen könnt. Zungenrede und eine Sprache, die der Himmel nicht versteht. Es gibt Zungenrede in der Bibel, die ist in 1. Korinther Kapitel 12, Apostelgeschichte 2 und 1. Korinther 14 beschrieben, aber es sind Sprachen, die verständlich sind, die für die Verbreitung des Evangeliums genutzt werden sollten und nicht in der Gemeinde. Ja? Schaut euch gerne diese Präsentationen dazu an. Und hier noch eine kleine Randbemerkung dazu. Es ist interessant, dass während dieser Predigt, die er 1990, übrigens 3 Jahre vor seinem Tod, hielt, dass er auch sagte, dass er für einige Zeit rückfällig wurde, was die Drogen angeht, und dass er wieder Kokain gebrauchte, aber dass der Herr ihn davon wieder frei gemacht hat. Nun, Gott allein weiß, ob das die Wahrheit ist. Ich lasse es einfach im Raum stehen. Das Problem, was ich aber sehe, ist, dass er immer noch mit diesen falschen Charismas, diesen falschen Geistesgaben weitergemacht hat. Und dass er das bis zum heutigen Tag, ja, diese angeblichen Befreiungen hörst und dass das immer die Grundlage sein soll, dass wenn jemand zum Beispiel vom Alkohol oder von Drogen frei geworden ist, dass das alles andere, was dort falsch läuft, was offensichtlich nicht biblisch ist, einfach entschuldigt. Ich habe das unter anderem mal in einem Video analysiert mit dem Titel Christliche Musik im prophetischen Test, wo ich die Bekehrung von Brian Welch, einem Gitarristen der Heavy-Metal-Band Korn, untersuche, der behauptet, dass er von Gott befreit wurde, was seine Drogensucht angeht. Das ist bereits über 15 Jahre jetzt her. Kurz danach hat er aber diese gleiche Musik wieder fortgeführt, das Ganze jetzt angeblich halt einfach nur ohne Drogen. Und das Ganze erscheint dann so, als ob Gott das dann gewirkt hat. Nun sei jetzt mal dahingestellt, ob Gott Menschen dort vielleicht einzeln wirklich von Drogen freigemacht hat. Aber wenn sie über Jahre behaupten, dass sie mit Gott eine Beziehung haben und dann nicht wirklich weitergeführt werden, sondern solche Menschen immer noch diese gleichen falschen Geistesgaben durchführen oder Brian Welch immer noch diese satanische Musik macht, dann ist das ein sehr, sehr fehlgeleitetes Zeugnis, ja, wo Menschen wirklich verführt werden, was wirkliches Christentum ist. Und das hörst du, wie gesagt, sehr viel in diesen Kreisen, sehr viele Zeugnisse dahingehend schon angehört und analysiert. Denn das Ganze soll natürlich Vertrauen schenken, dass Gott hier wirklich in dieser Bewegung am Führen ist, weil er macht ja Menschen frei von Drogen und von Alkohol und davon. Und jetzt kommen sie noch in diesen Zeichen und Wundern daher, die nicht biblisch sind. Falsche Zungenreden und all diese Dinge, falsche Heilungen. Wisst ihr, der Teufel ist sehr, sehr, sehr clever. Ja? Alles das so als Licht erscheinen zu lassen vor den Menschen. Aber hören wir mal als nächstes jetzt Lonnie Frisbee zu, denn er hat immer wieder, ja, die Dinge genommen, die offensichtlich unheilig sind, und hat sie mit dem Heiligen vermischt. Er beschreibt jetzt als nächstes, wie er sich dort so sein Öl zusammengebraut hat, was vielmehr wie so ein Hexentrunk ist, und wie er das Ganze in seinem Evangeliumsdienst gebraucht hat. I didn't like the blankets they were using, so I got a deer skin to be my mantles. And I painted a picture of Jesus on it, and I wore it like a cape. So when I would pray for people and the Spirit of God would come on them, I'd take off my cape and throw the mantle over the top of them like this. When the ministry started getting good, I had to get 2 leathers. Then I read in the Old Testament how there was an anointing oil and that God gave a recipe for, so I got a big old wine bottle, old one with cork in it, and I got some olive oil from the Holy Lands. I poured it in this wine bottle, and I got a cinnamon stick and put that in there.
got a frankincense and myrrh, put that in there, you know, a little Catholic flavor. And then I had also, before I had been turned my life over to the Lord, I had been reading a little Edgar Casey, and he put witch hazel in everything that he gave, so I put witch hazel in it too, just for good measure. And I shook it up, and I aged it, and then I had a deerskin bag that I carried my Bible in that was covered with an animal skin, and I carried my bottle of anointing oil. Ein bisschen katholischen Tropfengeschmack hineingegeben. Die katholische Kirche war nicht umsonst in Offenbarung dargestellt als die Hure Babylon, die einen Kelch mit den ganzen falschen Lehren, diesem Wein, beinhaltet. Und es ist interessant, er verpackt das Ganze auch ganz lustig, die Leute lachen und verstehen gar nicht mehr, dass das, was er da berichtet, ja wirklich passiert. Und nur weil es quasi lustig verpackt wird, die Leute gar nicht mehr registrieren und unterscheiden, ist das jetzt von Gott oder nicht. Ja? Das ist etwas Normales, was da passiert. Ist ja auch, das Ganze ist ja sogar noch amüsant. Aber wo hat er die ganze Sache her? Was hat er gesagt? Von wem hat er diese Idee? Und zwar von Edgar Casey, diesem Okkultisten, diesem schlafenden Propheten, den wir uns angeschaut haben, der in den 60er Jahren sehr, sehr bekannt war, der auch Dämonen gechannelt hat. Und hier sehen wir ganz deutlich, wie Lonnie Frisbee diese okkulten Dinge von der Welt, von der okkulten Welt in seinen Evangeliumsdienst mit hineingenommen hat. Hier sehen wir also ganz deutlich, wie er einige dieser okkulten Dinge mit in seinen Dienst gebracht hat und dass er dann früh, haben wir eben gehört, schon in der Jesusbewegung diese ganzen Manifestationen, diese ganzen falschen Geistesgaben, falsche Zungenrede, das Schlagen im Heiligen Geist, mit dem Mantel über Leute legen, alles das auch schon früh praktiziert hat. Und es ist interessant, dass er genauso in Kontakt war mit einer Person, mit der auch Chuck Smith in Kontakt gewesen ist. Und hier sind wir wieder bei dieser äußerst okkulten, gruseligen Spiritistin Catherine Kuhlman, die Lonnie Frisbee sehr stark beeinflusst hat. One of the young men, Catherine, who has been so used of God, is Lonnie Frisbee. And I wonder if Lonnie could just share with us some now. Well, the people tell me that I'm trying to look like Jesus. I can't think of anybody else I'd rather look like. Jesus, he changed my life. Since then, I'm all cleaned up now. And isn't that a wonderful feeling? Yeah. And he said in his word to me, I would receive power after that the Holy Ghost would come upon me, and I waited upon the Lord, and the Holy Ghost came upon me, all right. Yeah, I got it down to the tips of my toes. Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich komplett frei war, ob er sich Gott wirklich in dem Sinne so übergeben hat und ob der Heilige Geist wirklich so über ihn gekommen ist, dass es bis in seine Zehenspitzen hinein geragt ist. Nun, Catherine Kuhlman war eine der ersten sogenannten Glaubensheiler, die diese Praktiken durchgeführt haben. Und ich glaube übrigens, dass jede einzelne Person, die damals auf die Bühne gegangen ist zu Catherine Kuhlman oder in einem Raum von ihr geheilt wurde, sozusagen geheilt wurde, und nicht anschließend, als er das erkannte, von dieser Sache bereut hat, immer noch unter dämonischem Einfluss stand. Und von Lonnie Frisbee wissen wir, dass er eben in der Vergangenheit auch Hypnose benutzt hat an Menschen, und dass er Menschen auf den Grund gelegt hat, so wie wir das dort auch sehen, bei diesen Heilungsgottesdiensten. Und dieses Stück an Information sollte für einen denkenden Menschen sehr wichtig sein. Ja, sollte uns ganz klar zeigen, dass das, was wir heute in charismatischen Kreisen sehen, dass es einfach Okkultismus ist. Ja, dass es aus den heidnischen Religionen kommt, aus dem tiefen Satanismus kommt, was damals bereits praktiziert wurde und heute gang und gäbe fast überall ist. Heilig, heilig soll das Ganze sein. Der bekannte Benny Hinn, er war ein Jünger von Catherine Kuhlman, der wohl einer der größten Heretiker ist unserer Neuzeit.
Er ist einer der großen Namen, der wahrscheinlich dem Christentum mehr Schaden angerichtet hat, wie viele andere. Und Benny Hinn, er hat diese ganzen Heilungen von Catherine Kuhlmann übernommen und nachgeahmt, auch dieses ganze Schlagen im Geist. Aber diese sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist ist vielmehr eine Taufe mit dämonischen Geistern und eine verbunden mit einem Predigen eines falschen Evangeliums. Und ich möchte euch diesen gleichen Clip von zuvor noch einmal zeigen, möchte euch jetzt aber bitten, dass ihr einmal auf die Musik mehr Acht gibt. Seht ihr, wie diese Musik durch diesen Chor, ja, wie das aufgebaut ist und Menschen in dieser Atmosphäre, in diesem großen Stadion, ja, einfach wirklich packt. Ja, und dann wird diese Musik gespielt und diese erhöhenden Klänge und dann werden dann diese Wunderheilungen damit verbunden. Und das Ganze schafft natürlich eine Atmosphäre, die einfach überwältigend ist. Ja. Das ist das Gleiche, wie wenn man sich fast den Chor der Mormonen anhört, der gewaltig ist, wenn man die hört. Was aber nicht letztendlich eine teuflische Lehre oder teuflische Lehren und ein falsches Evangelium letztendlich abdeckt und das Ganze natürlich schön macht. Ja? Das Ganze, was wir sehen, ja, was in vielen Plätzen heute in der Welt stattfindet, von Benny Hinn stark gepusht wurde, was er von Catherine Kuhlmann gelernt hat, ist einfach zusammengestellt, ja? Orchestriert von Menschen, vielmehr natürlich von Dämonen letztendlich. Das Ganze hat hier nichts mit Gott zu tun. Nun, Benny Hinn war so beeinflusst von dieser Frau und so begeistert, dass er sogar ein Buch über sie schrieb, mit dem Titel Catherine Kuhlmann, ihr geistliches Erbe und ihr Einfluss auf mein Leben. I'm at a very special location and I want to share this moment with you. But right here is where Miss Kuhlmann has been laid to rest. See what it says, Catherine Kuhlmann. I believe in miracles because I believe in God. February 20th, 1976. And today I come just to say thank you to Jesus for using her to touch my heart and my life in such a mighty way. I still remember the day when in 1973, Pittsburgh, Pennsylvania, December 21st, when I met the Holy Spirit through this wonderful servant of the Lord. So grateful, Lord, I'm so grateful. I thank you for what you've done in my life and the lives of so many through this wonderful vessel of the kingdom. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Wenn Lonnie Frisbee wirklich den Heiligen Geist hatte, dann sage ich euch ganz klar, hätte er diese Frau massiv getadelt, massiv öffentlich getadelt. Was wir aber stattdessen sehen ist, dass er seine drei Autobiografien nicht Chuck Smith oder John Wimber gewidmet hat, sondern Catherine Kuhlmann. Und so wie Benny Hinn reist auch Lonnie Frisbee oft zu ihrer Grabstätte. Diese ungewöhnliche und einzigartige Frau hat mich über den Heiligen Geist gelehrt und ist meine absolute Glaubensheldin. Wir sehen hier ganz deutlich, neben all den anderen okkulten Menschen, mit denen er vorher zu tun hatte, was er mit ins Christentum hineingebracht hat, wo er hauptsächlich von beeinflusst war und seinen Fokus drauf gelegt hat.
Aber dieses unheimliche, dämonische Gefäß war in so vielen Skandalen verwickelt. Zu einem trug sie immer diese sehr, sehr teuren Kleider, die im heutigen Geld, wenn man es umrechnet, ungefähr so um die $5,000 wert sind. Und sie hatte viele dieser Kleider gehabt. Das ist interessant, wenn ihr euch die mal genau anschaut, an den Ärmeln und so weiter. Das kommt sehr ähnlich auch diesen bekannten Personen, wie man sie im New Age immer wieder antrifft. Zudem war sie Pastorin von zwei verschiedenen Kirchen. Eine in Denver mit über 2000 Mitgliedern, was nicht biblisch ist, ja? Dass eine Frau ordiniert wird als Pastorin. Es ist nicht biblisch. Und das war noch zu einer Zeit, muss man dazu sagen, wo fast keine Frau es sich gewagt hatte, sich ordinieren zu lassen. Oder dass das darum gepusht wurde. Ja? Also hier sehen wir auch ganz deutlich eine okkulte Agenda dahinter, was auch heute die Thematik der Frauenordination angeht. Denn damals schon in diesen Tagen ist es eben gestartet mit dieser Okkultistin Catherine Kuhlman, die unter anderem auch in sexuellen Skandalen involviert war. Sie hatte zum Beispiel eine Beziehung mit einem Mann, der seine Frau und seine zwei Kinder für sie verlassen hat und sie dann geheiratet hat und sich mit ihr zusammengetan hat im Dienst. Nach vielen Jahren in der Beziehung mit diesem Mann sagte sie, oh, ich war gar nicht verheiratet mit diesem Mann, ich bin im Altar einfach ohnmächtig geworden und ich habe das Gelübde nicht gehört, denn ich bin einfach ohnmächtig geworden. Und als ein Reporter sie dann darauf angesprochen hat und ihr die Unterschrift auf ihrem Ehezertifikat gezeigt hat, sagte sie, oh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das getan habe. Und dahingehend sehen wir, dass sie sogar ganz offensichtlich gelügt hat und ein falscher Prophet war. Denn sie behauptete, Prophezeiungen von Gott zu erhalten, denn sie sagte unter anderem zum Beispiel der Jugend, dass sie die letzte Jugend sein wird, die letzte Generation sein wird, die vor der Wiederkunft Christi leben wird. You recognize the perfection of the Holy Ghost. I received a divine revelation that I had never received before. And that's the reason my message to you this morning is so important, because things are happening, young people, things are happening. And they're happening so quickly. That's the reason I feel it's so important that you might understand that he might use you in these closing moments of this dispensation. I had said for a long time, and I believe it with every atom of my being, I believe or remember something in this hour of great restoration. Everything that happened in the early church is being restored to the church now. Everything. And it's happening so very quickly. It's happening so fast. I believe that this is the very last youth generation before the Great Tribulation. I believe that. I've got to believe it, knowing the word of prophecy as I do. This is the last youth generation before the Great Tribulation. Sitting here in this assembly this Monday morning, face it, face facts, face God, face reality, face truth. You young people sitting here are the last youth generation in this dispensation. Diese Frau ist echt creepy, die ist wirklich unheimlich. Und dieser Finger, ja, Finger ist gar nicht lang genug dafür. Aber es ist keine Frage, es gibt kein Herumreden. Diese Frau war absolut eine falsche Prophetin. Die Frage ist jetzt aber bezogen auf Lonnie Frisbee, ob er bereut hat, ob er sie abgelehnt hat später im Leben. Denn er hat sie ja in seiner Autobiografie noch als die größte Heldin für ihn bezeichnet und dass er von ihr gelernt hat über den Heiligen Geist. Und wir sehen das ja in seinem Dienst, was er alles gemacht hat. Ja? Einige sagen, dass er an seinem Totenbett, Freunde, die bei ihm waren und sein Bruder, dass er an seinem Totenbett abgeschworen hat und Reue getan hat bezüglich der Homosexualität. Gott weiß das, ob das stimmt. Es wäre schön, wenn das passiert ist. Aber was Catherine Kuhlman angeht und all diese Wunder und Zeichen, die er gemacht hat, ist interessant. Es gibt eine Aussage von ihm, die wir uns jetzt anschauen, die 3 Monate vor seinem Tod 1993 getätigt wurde, wo er das Folgende sagt. Catherine Kuhlman has nothing to do with these miracles of God. She's with the Lord.
But anyway, she was a perfect example of some how the Lord can use the weak vessel. So if a little skinny 68-year-old woman could move the heart of God like she did, and then I'm assured that her mantle has been resting on me. I see Spain. I prophesy over your team. I prophesy that level of the anointing of God, that when you go to Spain, that you will believe God for miracles, and your team will reach out and be unique in itself for what you know and what you're going to do and what you're going to execute and what is in the will of God. And I prophesy the supernatural, and I prophesy the authority of a man on you. Eine Generation, die nach Zeichen und Wundern fragt, anstatt nach einem, so steht's geschrieben. Ich möchte zuerst einmal sagen, er sagt ihr, dass sie jetzt im Himmel ist, dass sie jetzt beim Herrn ist. Und wenn wir die Schrift studieren, wissen wir ganz deutlich, dass sie nicht jetzt beim Herrn ist, sondern dass sie schläft und mit großer Wahrscheinlichkeit nach den 1000 Jahren auferweckt wird, bei der zweiten Auferstehung und dann das Gericht über sie kommen wird, der zweite Tod. Wisst ihr, Gott schüttet nicht seinen Geist auf eine besondere Art und Weise über jemanden aus, der sich selbst in dem Amt eines Propheten sieht, aber dann Dinge, falsche Lehren verbreitet, wie diese auch, ja, dass Menschen sofort in den Himmel gehen, wobei die Bibel uns an vielen verschiedenen Stellen, eine der deutlichsten, 1. Thessaloniker Kapitel 4, ab Vers 13 bis 17, uns ganz klar sagt, dass die Toten alle, ob gläubig oder ungläubig, schlafen bis zur Wiederkunft Jesu. Und dann erstmal die Gläubigen auferstehen werden, verwandelt, zum Herrn gehen und dann für 1000 Jahre lang im Himmel sein werden und anschließend erst Leute wie Catherine Kuhlmann und andere Bösewichte auferweckt werden und das Gericht dann erfahren. Aber er behauptet hier in diesem Clip, hat am Anfang gesagt, dass Gott es war, der diese Werke, und das war 3 Monate nochmals vor seinem Tod, dass Gott die Werke durch Catherine Kuhlmann getan hat. Und wir sehen hier ihn immer noch, all diese Dinge, ja, diese Prophezeiungen über die Leute ausrufen, diese falschen Prophezeiungen, als ob sie wie auf dem Jahrmarkt wären, jeder irgendwie ins Prophetenamt gerufen wird. Aber vor allen Dingen hat er sich den Mantel von Catherine Kuhlmann genommen. Ja, sozusagen, dass der Dienst von ihr übergegangen ist auf ihn. Und das ist eine sehr interessante Aussage, die wir auch in der heutigen Zeit sehr oft wiederfinden. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Und zwar sieht man das unter anderem in der aktuell sehr stark propagierten Bewegung der Bethel Church unter dem angeblichen Propheten Chris Vallotton. Und diese Bethel Church, das ist eine charismatische Kirche der Pfingstbewegung in Redding, das ist im Norden Kaliforniens. Die hat aktuell so circa 8.000 bis 9.000 Besucher pro Woche und ein Budget von über 9 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und ist weltweit bekannt geworden durch ihre Bethel Music und die Bethel School of Supernatural Ministry, der übernatürlichen Evangeliumsverkündigung. Es ist eine Bibel- und Jüngerschaftsschule, die 1 oder 3 Jahre dauert und 2200 Studierende umfasst. Das ist schon gewaltig. Und Chris Vallotton, der angeblich von Gott, als er im Bad war, erzählt bekommen hat, dass er als Prophet gerufen wird, um vor Königen und Nationen zu weissagen, er wollte auch einen Mantel haben, und zwar den Mantel von William Branham, der unter anderem gesagt hat, dass die Trinität, die Gottheit vom Teufel ist. Das war ein US-amerikanischer Prediger, auch ein Heilungsevangelist, ja, aufgetreten als Geistheiler in sogenannten Healing Revivals, hat Heilung, Krankenheilung sowie endzeitliche Themen, haben seinen Dienst und seine Botschaft geprägt, die auch als The Message bekannt wurden. Und irgendwann haben sie registriert, Chris Vallotton und die Leute dort von Bethel, dass dieser Mantel so mächtig ist, dass er weitergegeben werden muss. Diese Kraft muss sich verbreiten. Und daher ist kein Wunder, dass man auch andere große Heretiker neben Benny Hinn wie Kenneth Copeland und diese ganzen Word of Faith Teachers sieht, wie sie dort auch in Bethel auftreten, ja, wie sie dort das Predigtpult bekommen und sich verbinden mit ihnen.
Aber alle diese sind in einer Wiege gezeugt worden, und zwar mit dem erklärten Ziel von Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 und 14, sich zu sammeln am großen Tag Gottes, um gegen Gott zu gehen. Ja? Sie sind Teil des falschen Propheten. So auch die Kansas City Prophets, ja, aus der neuapostolischen prophetischen Bewegung, die das Ziel haben, die alten Dienste der Propheten und Apostel der frühen Zeit wieder lebendig zu machen. Ja, da sind Leute drin wie Bob Jones, Paul Kane, Bill Heyman, Larry Randolph, James Gold, Jill Osteen, John Paul Jackson, alles Namen, die wahrscheinlich hier in Deutschland nicht so bekannt sind, die aber dort enormen Einfluss haben und auch hier in Deutschland ihre Spuren wirklich hinterlassen haben. Es wird noch ein kommendes Studium geben über die neuapostolische Bewegung, wo ich mehr in die Tiefe gehen werde. Aber wir sehen hier, wie dieser angebliche kraftvolle Mantel herumgereicht wird, ja, den Lonnie quasi bekommen hat von Catherine Kuhlman und der auch von unserem bekannten Heretiker Benny Hinn sehr stark benutzt wird. Das gleiche Verhalten, was wir von Benny Hinn sehen, der annimmt, dass sein Mantel spirituelle Kraft hat, sind aber dämonische Mächte und Kräfte, die Menschen niederschlägt. Das ist das gleiche Verhalten, an dem auch Lonnie Frisbee beteiligt war. Und das Ganze ist einfach verrückt, wenn wir das hier sehen, was hier passiert. Als ich meiner Frau zum ersten Mal diesen Clip gezeigt habe, hat sie gesagt, irgendwie in der katholischen Kirche haben sie das Weihwasser, was sie auf die Leute spritzen. Und hier haben sie irgendwie diese Mäntel, wo sie die Leute mitschlagen. Es ist schon wirklich sehr verrückt, wenn wir das Ganze sehen. Aber die Stadien sind weiter voll und das Ganze verbreitet sich. Nun hören wir es mal als nächstes an, wie berichtet wird von einem Zeitzeugen, damals in der Wynyard-Bewegung, wie dort John Wimber zusammen mit Lonnie Frisbee genau diese gleichen Aktivitäten durchgeführt hat. So John would speak and Lonnie would minister. They were the dynamic duo. Lonnie got up there and he waved his leather coat and the power of God would come and people would be falling all over these old pews in these Baptist churches. And Lonnie would start climbing over the pews and laying hands on people, and he'd say, speak in tongues, and he'd hit him in the forehead, and they'd instantly begin to speak in tongues. So I was blown away by that. Wir sehen also, was aus diesen angeblichen Erweckungen entstanden ist, wie sich das Ganze heute sehr stark verbreitet hat. Und man muss es so ganz klar sagen, es sind Dämonen in der Gemeinde. Es sind Dämonen in der Gemeinde. Was dann zu anderen Extremen nachher geführt hat, wie sogar, dass Leute irgendwie wie Hunde gebellt haben und wie Löwen Laute von sich gegeben haben und all diese Dinge. Und dennoch behaupten die Leute steif und fest, dass es vom Heiligen Geist ist, sei es in deutschen Gemeinden oder wie wir es weltweit sehen. Meine Lieben, wenn ich das sehe, das war jetzt gerade ein Clip aus den Philippinen, und das ist ja kein einmaliges Phänomen, was wir sehen, sondern was sich sehr stark verbreitet hat. Alles durch diesen Mantel von Catherine Kuhlman, der weitergereicht wurde. Und ich muss euch sagen, was erwartet uns dort für eine Generation, die herangezogen wird? Hat Jesus nicht mal gesagt, dass sie eines Tages hingehen werden und dass sie euch töten werden? Gläubige Menschen euch töten werden, weil sie glauben, dass sie dadurch Gott einen Gefallen tun? Es ist interessant, was für eine Generation hier herangezüchtet wird. Und es ist auch interessant, dass Filme wie Jesus Revolution genau diese Leute wie Catherine Kuhlman den Leuten vorstellt, sie ist im Film zu sehen und wie sie dort letztendlich auf breiter Masse jetzt den Menschen wieder jetzt in dieser Zeit millionenfach präsentiert und vorgeführt wird. I've really been building it up. God has chosen himself some unexpected prophets. Are you one of those prophets, Lonnie? Well, I told God to use me and he sure is using me. Und was von Jonathan Rumi hier als Lonnie Frisbee sehr demütig dargestellt wird auf die Frage, ob er ein Prophet Gottes sei, war in seinem Leben, wie wir es bereits gesehen haben, viel definitiver, klarer. Ja? Der sehende Prophet, wie der katholische Mystiker sozusagen.
Aber wir sehen, wie Catherine Kuhlman auf breiter Masse den Menschen vorgestellt wird durch diesen Film Jesus Revolution. Und wir werden im nächsten Teil auch nochmal über Catherine Kuhlman sprechen. Eine weitere Sache im Leben von Lonnie Frisbee war, dass er behauptete, dass er beständig die Stimme Gottes hörte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, als gläubige Menschen, ob ihr konstant immer von Gott die Stimme hört und eine Antwort bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in der Bibel seht, aber diese Menschen behaupten das, ja. Auch diese ganzen neuen Propheten wie Chris Vallotton und viele, viele andere, dass sie konstant irgendwie immer Gott ihnen sagt, was sie jetzt zu tun haben und dass sie das machen sollen und so weiter. Aber wo sehen wir das in der Bibel? Das ist interessant. Und zur gleichen Zeit zweifelte Lonnie Frisbee oft, ja, an seiner Erlösung. Und wiederum sagte er in anderen Fällen, dass Gott manchmal in der Stimme zu ihm direkt in den Kopf kam und zu ihm sprach und ihm sogar weltliche Lieder vorgesungen hat. Wie folgendes. And that's what the Lord says. But it doesn't promise you a rose garden. I like that country western song, you know. I beg your pardon. Sometimes I hear the Lord singing that to me in the spirit. I never promised you a rose garden. I beg you pardon. I never promised you a rose garden. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Und zuerst einmal, Gott braucht niemanden um Vergebung zu bitten. Das ist einfach Blasphemie. Ja? Gott ist vollkommen und Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und die Welt, so sagt uns Johannes 14, kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Nun, ich würde euch gerne einen Ausschnitt aus diesem Clip vorspielen. Aber bevor dieses Video wieder auf YouTube gesperrt wird, ihr könnt es euch selber einmal anhören, dieses Lied Suchen, ja, ist so ein leichter Country-Song sozusagen. Und euch einfach einen Eindruck machen, ob das wirklich ein Lied ist, was Gott verherrlicht und was Gott Lonnie Frisbee angeblich in den Kopf hineingesungen hat. Wenn wir in den Autobiografien von Lonnie Frisbee lesen, ist interessant, da erzählt er von einer Geschichte von einem jungen Mann, den er am Strand trifft. Und dieser junge Mann hat ihn verspottet. Was er daraufhin macht, ist, dass er ihn im Heiligen Geist schlägt. Und er sofort begann, in Zungen, also den falschen Zungen, zu sprechen. Und selbst wenn es richtige Zungenrede gewesen wäre, die wahrhaftige Geistesgabe, dass man verständlich in einer anderen Sprache spricht, zu Evangelisationszwecken, dann ist es dennoch nicht die Art und Weise, wie wir in der Bibel sehen, wie Gott arbeitet. Ja? Er schenkt nicht einfach seinen Geist auf irgendwelche Menschen, vor allen Dingen nicht, wenn sie ungehorsam sind, wenn sie mit Okkultismus zu tun haben oder wenn sie gerade jemand anderen verspotten. Ja? Dass Gott einfach hingeht und gibt seine Geistesgabe, den Heiligen Geist, auf diese Person. Das ist wirklich schon sehr blasphemisch und anmaßend und wirklich vielleicht in diesen Bereich wirklich hineingeht, wo gegen den Heiligen Geist gesündigt wird, vielmehr. Als Lonnie Frisbee beerdigt wurde in Christ Cathedral, die vorher Crystal Cathedral hieß, wir kommen dazu im zweiten Teil, was das Ganze bedeutet, da sagte sogar Chuck Smith, der versuchte ja diese bizarren Dinge mehr loszuwerden, dass Lonnie oft die Schrift verdrehte und den Heiligen Geist mehr betonte als Jesus Christus, was ganz klar einen in die Irre führt. Nun, Lonnie war sehr jung, als er sehr große Verantwortung von Chuck Smith bereits übertragen bekam. Und die Bibel warnt auch ganz klar davor, dass nicht genügend erfahrene Menschen, wenn sie noch sehr jung sind, sie dürfen nicht zu schnell in Verantwortungspositionen gesetzt werden, weil eben die Gefahr besteht, dass sie abdriften. Und das kann vielleicht unter anderem auch dazu geführt haben, Gott weiß es alleine, ob er zu Aussagen wie folgender kam. Ich war der herrschende, regierende, verherrlichte Jugendleiter in Calvary Chapel. Und Scharen von Menschen verbrannten Weihrauch an meinem Altar. Nun, im Englischen würde man sagen, that's a mouthful. Ja? Da wird schon einiges ausgesagt. Sehr viel Selbsterhöhung. Wenn man dagegen Johannes den Täufer sieht, auf den Lonnie sich ja oft bezogen hat, der sagt in Johannes 3, Vers 30, ich aber muss abnehmen und er, Jesus Christus, muss erhöht werden. Das ist nicht das, was wir hier wirklich sehen im Leben von Lonnie Frisbee. Und wenn man sein Leben studiert, und ich habe das sehr breit gemacht, dann ist es interessant zu sehen, dass er über die Jahre, wenn er immer mehr
ja, verdrängt wurde so ein bisschen aus seiner Position und er fast von den, wie auch selber seine Autobiografie schreibt, von den historischen Ereignissen der ganzen Jesusbewegung immer mehr wegradiert wurde, da sieht man, dass er sehr damit zu kämpfen hatte. Ja? Dass er oft in Situationen hineinkam, wo er teilweise wirklich bitter wurde gegen Menschen, ja, wie Chuck Smith und andere. Und es ist erstaunlich, dass er dann solche Aussagen gemacht hat, dass er, ja, der herrschende, regierende, verherrlichte Jugendleiter dieser Calvary Chapel war und dass Leute an seinem Altar, ja, Weihrauch verbrannt haben. Er ist schon a mouthful. Lass uns an diesem Punkt hier nochmal zusammenfassen, dass nachdem er jetzt Kalifornien verlassen hatte und die ganze Calvary Chapel Bewegung dort mit ihm gebrochen hatte, mit Chuck Smith und so weiter, war auch die Zeit, wo er 1973 ja geschieden wurde und er, wie gesagt, enttäuscht war und auch immer bitterer wurde, er dann in Kontakt kam in Florida mit dem sogenannten Shepherding Movement, was eine sehr starke Führerschaft beinhaltete, ja, die ihren Untertanen sozusagen, den Gläubigen in der Gemeinde oft sagen konnten, was sie zu tun hatten. Wenn sie wollten, dass das Auto gewaschen wird, dann mussten die das Auto waschen und solche Dinge. Und dort kam er auch in Kontakt mit Leuten wie Derek Prince. I come against every evil spirit that has been renounced in the name of Jesus. I command you to come out, release them, go from them. In the name of Jesus, let them go. Let them go. You've been defeated by the blood of Jesus. Get out in the name of Jesus. Come out. Come out. Come out in Jesus' name. You bow before the name of Jesus. Und Derek Prince war sehr stark im sogenannten Deliverance Ministry involviert, also im sogenannten Austreiben von bösen Geistern, von Dämonen. Was aber keine biblische Austreibung war, was wir hier gerade eben gesehen haben, sondern hört euch mal selber an, was er selber Menschen gesagt hat, was sie tun müssen und lassen müssen, wenn sie Dämonen austreiben wollen. It's very religious to pray. Sounds good, but as long as you're praying, you're keeping the demons inside. You understand? They can't get out past your prayer. Do one very simple thing. Begin to breathe out. Expel. And you find if you have a problem, in a short while it'll be more than mere human breath that's coming up. Die Dämonen sollen angeblich nicht herauskommen können, solange du noch betest. Du sollst vielmehr atmen. Es ist interessant, dass wir immer wieder finden in der Meditationsformen, New Age wie christlich, ja, kontemplatives Gebet, all diese Dinge, dieses Konzentrieren, mehr auf Atmung konzentrieren und so weiter. Nichts gegen richtige Atemübungen. Aber das, was wir hier sehen, ist keine Dämonenaustreibung, ist vielmehr, dass Dämonen in Menschen hineinkommen. Das ist das, was Derek Prince gemacht hat. Er sagte sogar einmal, dass während seiner Zeit, als er schon bereits im Dienst war, für einige Jahre selbst besessen gewesen ist. Nun, nach dieser Zeit ging er dann zurück zu Chuck Smith und arbeitete zuerst im Hintergrund so ein bisschen, begann dann irgendwann wieder zu predigen. Aber nach einem Jahr, wo er mehr mit Menschen persönlich zu tun hatte und sich ihre Probleme anhören musste, ist er davon müde geworden. Und Chuck Smith hat ihn dann nach Afrika geschickt, in den Mittleren Osten, auch nach Europa, hat dort weiter zugenommen an diesen Manifestationen von Zeichen und Wundern, bis es dann eben zu dieser Zeit kam, die wir uns angeschaut haben, mit John Wimber, dem Wynyard Movement, was daraus entstanden ist, nach dieser sehr bekannten Muttertagsansprache 1980, wo eben diese Verrücktheiten immer mehr zugenommen haben, eben dieses Bestimmen des Heiligen Geistes und was wir uns eben angeschaut haben, bis er dann letztendlich herausgeschmissen wurde nach dieser Geschichte, dass es eben bekannt wurde, dass er mindestens in einer 6-monatigen homosexuellen Beziehung gewesen ist. Und das hat ihm sehr zu schaffen gemacht, Lonnie Frisbee. In seiner Autobiografie heißt es, sofort überkam ich die Kraft Gottes, die bis in meine winzigen Zehen reichte. Der Herr sagte, du wirst nie aus dem Dienst aussteigen. Ich sagte, aber was ist, wenn ich in Sünde bin? Das spielt keine Rolle. Was ist, wenn ich mich gegen dich auflehne? Er sagte, ich liebe dich trotzdem. Aber merke dir das gut, du wirst nie aus dem Dienst ausscheiden, egal was passiert. Nun, soweit es auch wahr ist, dass Gott den Sünder immer liebt, ist es das, was wir in der Bibel sehen? Dass Gott jemanden, dass wenn er in Sünde lebt, dass er diesen Menschen auf eine Art und Weise segnet, den Heiligen Geist so ausschüttet, ja, so angeblich gebraucht. Ist das das, was wir in der Bibel sehen? Oder ist das hier wirklich Blasphemie,
was wir hier gerade gelesen haben. Er ist komplett konträr zum Charakter Gottes und seinen Prinzipien. Jemand, der wirklich erfüllt war vom Heiligen Geist, nämlich Paulus, er sagte vielmehr, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Meine Lieben, wir kommen nicht drum herum, dass wir viel tiefer in Gottes Wort hineingehen müssen. Viel, viel tiefer, weil wir sonst einfach hinweggeschwemmt werden von all diesen Dingen. Wisst ihr, wenn man sich manchmal diese Sachen anschaut, und ich habe mir einige Videos angeguckt, im Kontext dieser Ausarbeitungen jetzt in den letzten Wochen für diese Präsentationen. Und wisst ihr, manchmal, man hört sehr viel Gutes, auch in den Predigten von Lonnie Frisbee, selbst von Catherine Kuhlman, selbst von Benny Hinn-Leuten, ja, wie ihm, wie sie wunderbar über Jesus reden und so weiter. Und denkt man, das kann doch nicht, da muss doch vielleicht doch irgendwie von Gott was sein. Und dann siehst du wieder diese anderen konträren Dinge, ja, zum Wort Gottes, die ganz klar zeigen, dass es nicht von Gott ist. Weil lasst uns nicht getäuscht sein. Ja, falsche Propheten sind deshalb falsche Propheten, weil sie im Namen Gottes kommen. Ist ja nicht so, dass die irgendwie jetzt auftreten nur mit dem Falschen, sondern das Problem ist ja, dass sie reißende Wölfe sind. Worin verkleidet? Im Schafsgewand. Dass es so aussieht, ja, der Engel des Lichts, dass es so aussieht, als sei es mild und sanft und positiv und dass es von Gott kommt. Lasst uns das niemals vergessen. Ja, dass wenn wir manchmal das hören und denken, kriegen so einen Eindruck und sind dann vielleicht noch, hören diese Musik und all diese Dinge und denken, wow, das ist, ich fühle da Gott, ich fühle mich Gott näher und so weiter. Ich habe Gott kennengelernt und all diese Dinge. Leute, lasst euch nicht täuschen. Es ist ganz offensichtlich, wie Satan hier sehr gewieft arbeitet. Und das können wir durch das Wort Gottes und nur alleine dadurch wirklich erkennen. Denn der Heilige Geist wirkt auf ganz anderen Dingen, wie das, was wir bisher gesehen haben. Und ich vertraue darauf, dass wir bis zu diesem Punkt einiges jetzt gelernt haben und dass wir besser unterscheiden gelernt haben. Wir sehen, wie die Calvary Chapel heute eine weltweit operierende Instanz ist. Und wie gesagt, es ist nicht alles schlecht dort, was jetzt heute damit verbunden ist. Das haben wir auch deutlich gesagt. Aber dennoch hat es viele Zweige hervorgebracht mit Praktiken, die aus dieser Zeit stammen, die einen sehr stark dämonischen Einfluss in die Christenheit hineingebracht haben, die Ökumene sehr stark gepusht haben. Das werden wir im zweiten Teil noch deutlicher sehen. Und das ist auch alles das, was wir bisher studiert haben, ist der Hintergrund und die Leute dieses Filmes Jesus Revolution. Im zweiten Teil werden wir dann fortsetzen mit einem weiteren Hauptcharakter aus dieser Zeit. Und was für eine Rolle er spielt in dieser heutigen Zeit und was für Botschaften er verbreitet, was für ein Evangelium er weitergibt und so weiter, mit wem er zu tun hat und was das für eine Auswirkung hat in der Christenheit heute. Und wir werden auch selber natürlich mit dem Film uns mehr auseinandersetzen, auch mit Schauspielern wie Jonathan Rumi. Und ich kann euch versprechen, es bleibt sehr, sehr augenöffnend und spannend. Und wichtig, diese Dinge zu lernen. Und vor allen Dingen, wenn ihr gesegnet worden seid, bitte diese Vorträge weiterzugeben an Menschen, dass sie auch davon profitieren und diese Dinge wirklich lernen und unterscheiden können im Lichte der Bibel, was es damit auf sich hat. Dass Menschen wirklich zur wahren Befreiung in Jesus Christus kommen. Der sagt in Johannes Kapitel 8, dass wenn ihr an meinem Wort bleiben werdet, nicht wie John Wimber, ich sehe es nicht, leg's weg und beruf mich auf Menschen, andere Quellen. Sondern wer meinem Wort bleiben wird, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn freimachen. Der ist wahrhaftig ein Nachfolger Jesu. Und Jesus sagt die Voraussetzung Johannes 7, Vers 17. Da sagt er, dass wenn wir seinen Willen tun wollen, das ist die Voraussetzung, wenn wir gehorsam sein möchten, dann werden wir erkennen, ob es von Gott ist oder nicht. In dem Sinne möchte ich mich verabschieden, auch noch mit einer anderen Gabe, einem Geschenk, was ich dir gerne kostenlos zur Verfügung stellen möchte. Und zwar kannst du dir jetzt ganz kostenlos auf der Internetseite projekt7.media das Buch Vom Schatten zum Licht, der große Kampf zwischen Jesus und Satan, kannst es dir dort bestellen, es wird dir kostenlos nach Hause geschickt. Es ist ein wunderbares Buch, was auch für dieses Studium sehr geeignet ist. Ihr könnt auch sehr gerne in meinen Tim Hoffmann Infokanal bei Telegram hineinschauen. Dort werde ich immer wieder aktuelle Beiträge, Videos und Dinge posten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Lass uns abschließen mit einem Gebet. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken,
dass du uns diese Dinge im Lichte der Bibel klar aufzeigst, dass wir unterscheiden lernen, wie der Heilige Geist wirkt und wo dämonische Mächte am Wirken sind. Herr Jesus, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der dieses Video sieht und diese beiden Vorträge sich anschaut, auch die anderen Videos, die empfohlen werden, sich anzugucken, diese Studien, die sehr wichtig sind, die zu einem tieferen Verständnis deines Charakters, deines Wesens, deiner Prinzipien führen, zu einer tieferen Beziehung mit dir, Herr. Und ich möchte dich bitten jetzt für jeden, der mit diesen Dingen noch zu tun hat und das erkennt, dass er so ehrlich ist mit dir, Herr Jesus, und entsprechend deinem Wort handelt, diese Dinge bereut, ihnen absagt und sich dir, Herr Jesus, wirklich zuwendet, entsprechend deinem Wort. So mögest du uns segnen und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, die ihr dabei wart, und bestellt euch dieses Buch vom Schatten zum Licht und teilt doch bitte diese Vorträge, die, wie ich glaube, wichtig sind für Menschen, dass sie diese Dinge wirklich erkennen. Möge Gott euch segnen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.